Ja, herzlich willkommen. Hiermit sind wir live, liebe Zuschauer, für unsere Folge Frag Grünfried heute am 7. März 2024. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo Frederik, hallo in die Runde. Schön, dass ihr zuhört und ich freue mich auf ein paar interessante Fragen heute, Frederik. Ja, wir haben viele Fragen reinbekommen, auch jetzt schon Live-Fragen reinbekommen, auch unter der Woche schon sehr viele. Wir haben sehr positive Rückmeldungen bekommen zu unserem letzten Grünfried fragt mit Simon Ulrich. Da waren sehr viele interessierte One-Off-Tracer dabei, die gefragt haben, wie sie ihre Tauben versorgen können. Hat uns sehr gut gefallen, hat Simon auch, glaube ich, gut gefallen, hat den Zuschauern gefallen, war durchweg eine positive Bilanz, glaube ich, können wir da ziehen. Ja, das fand ich auch sehr interessant mit dem Simon, zumal er ja auch anders als der Klaus mit seinem Computer und Internet hat das ja hervorragend funktioniert. Aber es war mal interessant, auch so ein bisschen die andere Seite von Wand of Races zu sehen, wie der Simon, die ja doch sehr intensiv damit machen, damit umgehen. Und weil ich ja wirklich da überhaupt nicht im Thema drin bin, ich fand es sehr interessant und hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Und deshalb wollen wir aber trotzdem in die Zukunft schauen und gucken, welche Fragen uns jetzt gestellt worden sind. Und wir fangen gleich an mit der ersten Frage, die reingekommen ist von Matthias. Nee, von, Entschuldigung, Ralf P. Hallo zusammen. Warum werden Tauben, die mit leichtem Futter versorgt werden, flugfreudiger? Sollte dann nicht das sogenannte leichte Futter als Basisfutter für die Reise sein und entsprechend den Belastungsphasen angepasst werden? Danke und einen guten Saisonstart. Viele Grüße, Ralf P. Stefan. Naja, also man kann es ja relativ gut vergleichen mit Menschen, würde ich jetzt einfach mal ganz leicht sagen. Wenn ich jetzt einen Marathon laufen soll und würde vorher ein fettes Eisbein essen, hätte ich wahrscheinlich auch ein Problem, mit dem Marathon zu bestehen. Ne? Also das leichte Futter führt halt dazu, dass die Tauben leicht versorgt werden, nicht so schwer sind und wahrscheinlich deswegen auch eine deutlich größere Flugfreude haben. Aber man darf nicht vergessen, gerade so in der jetzigen Zeit, ne, jetzt die Tauben, die Züchter lassen jetzt die Tauben raus, zumindest die meisten so langsam. Ich habe sie jetzt auch zwei oder dreimal raus gehabt, ja. Und wenn man sie nachher zu leicht füttert, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dann werden die Tauben sehr leicht und dann wird es immer schwer, ein bisschen Gewicht nach hinten raus drauf zu bekommen. Also deswegen sollte man schon, wenn sie ordentlich fliegen, auch ein bisschen anderes Futter noch drunter mischen, ne? Also das ist so meine Erfahrung, die ich in der Richtung habe. Also warum, also meine, was ist denn eigentlich deine Basismischung, wenn wir da jetzt nochmal die Frage von Ralf bekommen haben? Ja, also jetzt im Moment bekommen die Weibchen und Vögel Fitness von Mifuma, also Das ist ja ganz leicht, sehr, sehr leicht, ganz ne? leicht, genau. Das werde ich aber so in den nächsten Tagen ein bisschen mischen mit Relax von Mifuma. Ja, das ist ja diese Basis, die ich Anfang der Woche auch füttern werde in der Saison. Ja, und das mische ich so ein bisschen. Und wenn ich merke, dass sie dann gut anfangen zu fliegen, so 20, 25, 30 Minuten anfangen wegzuziehen, dann nehme ich mal so ein paar in die Hand. Und wenn die mir dann zu leicht sind, dann tue ich auch ein bisschen Zuchtfutter noch drauf, drunter von Mifuma. Ja, und nachher kommt das Fitness weg, dann lasse ich das Fitness weg und dann. Ja, dann fangen bei uns ja schon bald die Vorflüge an und dann stelle ich auch so langsam oben auf Relax am Anfang der Woche an Energie, so Mitte der Woche, mische das ein bisschen, das ist so meine Basis, alles so ein bisschen vom Gefühl her, wie ich da jetzt momentan an die Sache rangehe. Ne? Und ja, und wenn ich denn der Meinung bin, sind immer noch zu leicht, dann gebe ich auch unser K&K und das Futter zwei, dreimal die Woche durchaus, ja, weil. Also die Gefahr ist definitiv da, dass die Tauben mir dann zu leicht werden. Also das möchte ich auf keinen Fall. Also kurz zu der Erklärung von, die der Ralf Peter gefordert hat. Also wenn ich jetzt mal Sprintrennen machen müsste mit meinen Tauben, dann wäre das immer eine sehr leichte, kohlenhydratreiche, eiweißarme Mischung, weil der Proteinbedarf der Tauben innerhalb der Saison oder während sie halt nicht mausern und nicht wachsen, also quasi durchgemauserte Alttauben, die jetzt quasi nicht legen müssen, auch nicht, das noch dazu, und keine Jungen aufziehen müssen, die haben einen sehr geringen Proteinbedarf. Deshalb wäre meine Basismischung auch immer eine sehr, oder ist bei unserer Basismischung auch eine sehr kohlenhydratreiche, proteinreduzierte. Wir machen das genauso wie du, Stefan. Wir haben auch das Fitness gerade und gehen dann auch zum Relax über. Warum die Flugfreude dabei größer ist, ist ziemlich eindeutig, weil halt die Entgiftung der zusätzlich zugeführten Proteine nicht erfolgen muss. Das heißt, die Tauben sind nicht stoffwechselbelastet, die müssen nicht harnsäurepflichtig entsorgt werden, die überschüssigen Proteine, und können
quasi, dann hat die Taube keine Belastung und zeigt dann eine hohe Flugfreude, weil sie auch gut im Gewicht ist. Auch nur Tauben, das kennt man auch von den Jungen ganz besonders, nur Tauben, die auch ein gutes Gewicht haben, trainieren auch gerne und ausgiebig. Und so ist sich das eigentlich zu erklären, dass eine leichte Mischung auch immer flugfreudig macht. Das Problem ist aber, die flugfreudigen Tauben sind natürlich gern gesehen, aber unser Programm ist natürlich steigernd und von den Tauben verlangen wir ja dann einiges ab, gerade wenn es auf Flüge geht, die mit Gegenwind verlaufen und dann ab 300, 400, 500 Kilometer nachher stattfinden, dann verbrennen die Tauben, verbrennen nicht, aber sie brauchen auf jeden Fall eine hohe Kalorienzufuhr und das wird mit kohlenhydratreichen Körnern dann nicht mehr ausreichen. Dafür brauchen wir dann fetthaltige Körner und deshalb gibt es fettreichere Rationen, wie zum Beispiel das Elite Racing von Mifuma, das Power Mix oder das Energy, was dann zum Beispiel noch mit Fett oder geschälten Sonnenkern oder Erdnüssen angereichert wird. Also mit der Fettkomponente tragen wir quasi den höheren Energieverbrauch auf den weiteren Flügen dann Rechnung und damit nimmt die Flugfreude dann so ein bisschen ab, meistens. Nimmt die Flugfreude denn, Frederik, so in der Saison, beobachtet man das ja ab und zu mal so, wenn die Saison so 10, 11 Wochen alt ist, nimmt die Flugfreude auch generell bei den Tauben dann generell ein bisschen ab, weil die körperliche Anstrengung da ist? Oder meinst du, das hat einen Zusammenhang? Oder haben die dann einfach irgendwann keine Lust mehr, so intensiv zu trainieren? Ja und nein. Ich glaube, es gibt Bestände, wo das ganze Jahr überhaupt durch ist. Also die SG Farbe, bei denen war ich ja schon oft, auch in der Saison, ist ja nicht so weit weg von mir. Und da kommt man manchmal an, das ist nachmittags schweinewarm. Und da trainieren die Tauben wirklich auch bis zum Endflug noch herausragend. Manchmal sogar noch eine halbe Stunde ziehen die weg und die Weibchen, die da fliegen. Und das ist von Bestand zu Bestand unterschiedlich, glaube ich, auch von Geschlecht zu Geschlecht unterschiedlich. Ich habe es jetzt noch nie beobachtet, dass Vögel am Ende der Saison noch trainieren wie die Wahnsinnigen. Bei Weibchen habe ich das selber auch schon beobachtet. Aber du hast ja selber den Beweis bei Albert Derwert geliefert, was der gesagt hat. Die Flugfreude sagt nachher nichts über die Erfolge bei den Flügen unbedingt aus. Natürlich ein schöner Formanzeiger und Gesundheitsanzeiger, aber die Flugfreude, warum die abnimmt, kann ja mehrere Gründe haben. Einmal die lässt die Motivation nach, dass sie vielleicht wegziehen. Vielleicht sind es nicht mehr genug Tauben, dass das Schwarmgefüge ein bisschen auseinandergeraten ist. Vielleicht spielen Infektionen eine Rolle oder vielleicht ist einfach die zu energiebetonte Fütterung dann der ausschlaggebende Punkt. Also das muss man sicherlich von Fall zu Fall entscheiden. Also was ich so ein bisschen mitbekommen habe, jetzt wenn ich unterwegs war, bei Züchtern und Videos gemacht habe, immer mehr, gerade in Belgien, Holland, die Jungs sagen auch immer mehr, dass so in Richtung Ende der Saison auch Regeneration ganz wichtig ist. Ja, dass gar nicht mehr so viel Wert auf dieses extreme, harte Training jeden Tag gelegt wird, sondern dass sie auch mal sagen, okay, ich lasse ruhig mal einen Tag länger, zum Beispiel im Schlag, ja, und lasse sie gar nicht raus, um einfach die Regeneration, den körperlichen Aufbau noch ein bisschen zu forcieren. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen was dran. Ne? Also im Profifußball sagt man so interessanterweise Belastungssteuerung. Ja, das ist ja auch so ein neumodischer Begriff. Und ich glaube, in der Richtung kann man auch da schon ein bisschen gehen, auch bei unserem Brieftaum, also vom Gefühl her manchmal. Also falls es jemand noch nicht gesehen hat, der Tom van Gaber war im Interview, das ist auf Piper zu sehen, kann ich sehr empfehlen. Englisch untertitelt, also ich glaube, Englisch gesprochen und auch Englisch untertitelt. Viele Sachen versteht man ja, wenn man da wirklich eine hohe Affinität zu Tauben hat, dann ekelt man sich ja manchmal auch durch ein englisches Interview durch. Und da sagt er genau das, dass seine Tauben, die so auf Weitstrecke fliegen, und Tom hat ja wahrscheinlich die beste Saison bisher, die er gehabt hat, letztes Jahr hingelegt. Tom van Gaber, auch im Röhmfield Racing Team, setzt auch viele Produkte von uns ein. Und der hat zum Beispiel gesagt, dass die Tauben schon am Mittwoch wieder eingesetzt werden für die 600 Kilometer Kilometer Flüge. Das heißt, sie sind Donnerstag, Freitag unterwegs, am Samstag werden sie aufgelassen, Sonntag kommen sie nicht raus, Montag guckt er dann schon mal, wie sie fliegen und der einzige Tag, wo er richtig Tauben fliegen sieht, ist eigentlich der Dienstag. Ne? Und dann gehen die wieder am Mittwoch im Korb. Also das ist ja schon, da ist ja, wie du auch sagst, deshalb ist auch eines der favorisierten Produkte von Thomas Abetier in Forte und das Rotosal, dass die Regeneration dann wirklich besonders wichtig ist. Und warum sollte man den Tauben dann noch, wenn wir jetzt mal bei dir bleiben, ihr setzt jetzt am Freitag für einen 500-Kilometer-Flug ein, die Tauben haben vielleicht, so wie euer 500er auch war, viel Gegenwind, das ist ein langer Flug, sage ich mal, für die Tauben, 8 Stunden, 9 Stunden, war der Konkurs vielleicht vorbei.
dann gibt es ja Zahlen, auch die auch aus Windkanalversuchen stammen, dass die Taube bei 10 Stunden Flugzeit, und das haben ja wahrscheinlich die Hälfte eurer Tauben damit Sicherheit gehabt, vielleicht sogar noch mehr, wird so viel Energie verbraucht wie ein 180 Gramm energiereicher Futtermischung. Also zum Beispiel damals war es, als Alfred die These ausgebreitet hat, das 14M oder heute ähnlich das Power Mix oder Energie und das Elite Racing. Energie ist ein bisschen schwächer, aber das Elite Racing zum Beispiel. Das heißt, man muss ja, das ist ja das, was die Tauben verbraucht haben auf dem Flug, zusätzlich zu dem, was sie ja noch verbrauchen in der Woche, das ja wirklich auch nochmal Energie ist, gerade wenn es noch vielleicht noch kühler ist. Und wenn sie dann noch mehr Energie verbrauchen durch vielleicht Trainingsflüge oder Freiflüge, dann kommt man auf jeden Fall in ein Energiedefizit und der nächste Flug wird mit Sicherheit schlechter werden als bei jemandem, der den Tauben vielleicht mehr Ruhe gönnt oder vielleicht viel energetisch hochwertiger füttert. Und dass die Tauben zum Beispiel auch nicht unbedingt am Tag zweimal Freiflug brauchen, ist auch ganz klar, weil viele Züchter beruflich oder auch, weil sie gar keine Lust mehr haben, die Tauben maximal einmal am Tag rauslassen. Und da kenne ich genauso viele, die genauso erfolgreich sind, wie Züchter, die Tauben zweimal am Tag rauslassen. Ja, ich hatte jetzt auch am Wochenende Kontakt mit einem Züchter, der seine Tauben nur abends rauslässt, der das auch beruflich nicht anders hinkriegt oder hinkriegen, sie einrichten möchte. Weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall lässt er sie nur abends raus. Super erfolgreicher Züchter. Und den habe ich jetzt auch gesagt, dass wir das auch nur machen, auch nur einmal am Tag rauslassen, aber nur morgens. Und dann sind wir da, hat er mich darauf hingewiesen, ist ja logisch, dass wenn es sehr warm wird, ja, dass die Tauben am Abend, ja, der nicht rauskommen, quasi nie mit der wirklichen Hitze konfrontiert werden. Und dann erst an dem warmen Wochenende, am ersten oder am zweiten warmen Wochenende, wirklich richtig mit höheren Temperaturen auch physiologisch konfrontiert werden. Und dann werden die Leistungen logischerweise schlechter. Das heißt, wenn man sie immer nur einmal rauslassen will, muss man sie trotzdem irgendwie schaffen, sie an die Hitze zu adaptieren. Und die Tauben haben da sehr gute Hitze-Adaptionsmechanismen. Und das sollte man mit auf dem Zettel haben, wenn man sie nur einmal am Tag rauslässt. Wenn man das immer abends macht, passiert es irgendwann von alleine. Aber bei nur morgens rauslassen, sehe ich da ein Risiko. Okay. Jetzt kommt eine Frage von Frank K. Hallo in die Runde. Wann sollte man bei den Reisetauben eine Kur gegen Trichomonaden machen? Wann musst du das, Stefan? Wenn der Tierarzt das empfiehlt, ne? Ja gut, wann macht man das in der Regel, wenn wir jetzt Trichomonaden gefunden haben? Ich habe mal gehört, manche Tierärzte sagen, je weiter man das nach hinten schiebt, umso besser. Also Richtung Saisonanfang, ne? Desto mehr hat man halt dann die Situation, dass die Tauben keine Trichomonaden haben. Also tendenziell das Beste ist eigentlich, glaube ich, so Richtung Mitte März. Also ist für mich jetzt persönlich so ein perfekter Zeitpunkt, wenn bei uns Trichomonaden festgestellt werden, dass man dann eine Trichomonadenkur machen würde. Tendenziell mache ich sie dann lieber, wenn die Tauben auch wieder getrennt sind. Also eigentlich wäre es logischer, wenn sie zusammen sind, auf Eiern sitzen. Aber dann habe ich ein bisschen Angst, dass sie vielleicht nicht genug trinken. Das ist so ein bisschen der Einsatz am Netz. Also ich habe es dann lieber, wenn sie getrennt sind, dann mache ich dann die Kuh mit Trichomonaden. Aber natürlich auch, das ist ganz wichtig, bekommen die Partner ja, da wir ja unsere Tauben, die Partner zu Hause lassen, mit denen mache ich natürlich dann auch eine Trichomonadenkur. Ja, da sollte man logischerweise nicht dran sparen, wenn man den Partner zu Hause lässt oder die Jungs, die nur mit Vögeln reisen, die Witwerweibchen, da muss man natürlich dann auch eine Kur machen, weil es macht keinen Sinn, nur bei den Reisetauben und bei den Partnern nicht. Ne? Also so Mitte März wäre für mich der richtige Zeitpunkt. Also wir machen das immer auf dem Gelege, je nachdem, wann die Tauben gelegt haben. Aktuell brüten sie, deshalb wird es aktuell jetzt gemacht. Ich finde es aber auch schöner, wenn man das quasi auch, also auf dem zweiten Gelege wäre es auch möglich. Ne? Das macht zum Beispiel Wolfgang Röper, der macht das so dicht wie möglich an der Saison. Ja, das ist bei dem so, dass er das quasi auf dem zweiten Gelege, der macht ja trockene Witwerschaft, legt die dann um oder ja, gibt die Eier dann ab und in den 5 Tagen, wo die Tauben brüten, da macht er dann die Kur mit Rizur. Okay, Michael S. fragt, kann ich meinen Tauben, Reisetauben, 7 bis 10 Tage mit Blitzform behandeln? Komm, Michael, das kommt darauf an, was du damit beabsichtigst. Wenn du dann mit nur den Eisenbedarf der Tauben decken willst, und den Jodbedarf, dann ist auch eine Gabe pro Woche ausreichend.
Wenn du natürlich die Form in einer gewissen Art und Weise pushen möchtest, dann schreiben wir auch, dass das über mehrere Tage möglich ist. Die Angabe ist davon 5. 7 bis 10 Tage kann ich mir nur vorstellen, wenn man einen Pilzbefall oder ein Problem mit, ja, mit Pilzsporen, die festgestellt worden sind beim Abstrich, dann kann ich mir auch eine längere Gabe damit vorstellen. Macht der Klaus da nicht auch eine Kur vor der Saison mit Blitzform? Klaus Steinmann, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Musst du mal das Video mir anschauen. Ich meine, der hatte mir mal erzählt, dass das mit Hexenbier mischt oder so. Also 5 Tage lang. Okay, warte. Ja gut, ja, die Idee finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, vielleicht 5 Tage so einen Formaufbau vor der Saison dahin zu kriegen. Vielleicht mache ich das dieses Jahr mal mit Hexenbier zusammen. Blitzform, Hexenbier. Ja. Das wäre mal eine Überlegung. Also schlecht wäre es doch nicht, Frederik, oder was meinst du? Also gerade das Blitzform wird auch unterschätzt. Das machen viele einmal die Woche, aber ich weiß, dass gerade viele belgische Züchter das auch über 4 bis 5 Tage machen vor Nationalflügen, besonders wichtigen Flügen, wird das da auch mehrere Tage hintereinander eingesetzt. Würdest du denn 2 Milliliter auf den Liter geben oder nur 1 Milliliter? Dann? Also wenn die Tauben das gut kennen und die Temperaturen nicht zu hoch sind, würde ich immer 2 Milliliter je Liter Trinkwasser dosieren. Ich glaube, das mache ich mal. Okay. Klaus K. fragt, was haltet ihr von Nationalflügen? Stefan. Ja, also wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wo wir gesagt haben, wie weit liegst du von welcher Stadt warst du mal weg, Frederik, da können wir gegeneinander spielen. Das war ja gar nicht so groß der Unterschied. Meine geografischen Kenntnisse waren natürlich da für die Mülltonne, aber am Ende vom Tag hat sich herausgestellt, wir lagen nicht so weit auseinander. Ne? Ja. Also ich grundsätzlich bin ja ein Freund von großen Auflässen, von Preisflügen, wo eine große Konkurrenz ist. Natürlich wird es wetterbedingt immer Züchter geben, ohne dass sie vielleicht sogar bessere Qualität der Tauben haben, vorne liegen werden, ne, in der Liste vorne sein werden. Aber Nationalflüge finde ich grundsätzlich gut. Ich glaube, was uns deutschen Züchter jetzt gegenüber Belgien und Holland einfach fehlt, ist, ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, Nationalflug, da zählt nur der Nationalsieg, weißt du? Aber wenn ich zum Beispiel in meiner Zonensieg erringe, was ja in dem Moment für meine Taube der fairste Sieg ist, ja, weil ich vielleicht gegen die vorne liege, keine Chance habe oder wie auch immer. Das wird so ein bisschen stiefmütterlich noch gesehen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, warum wir so wenig Nationalflüge vielleicht auch haben. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Aber ich grundsätzlich würde mich freuen, wenn wir solche Flüge hätten. Aber woran scheitert es in der Regel? Ich glaube, es müssen 2 Regionalverbände zusammen sein. Ja. Und ja, wir hatten die Ruhrflüge, ich glaube, die sind mittlerweile auch relativ gesprengt worden. Sie wurden dann auch immer irgendwo weniger. Ist eigentlich schade. Also ich fände es gut, aber ja, es ist halt die Stimmigkeit mit 2 Regionalverbänden dahin zu bekommen, ist ja schon schwierig, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, die Frage ist ja auch, wo macht man denn da die, also was ist denn Nationalflug? Ist ein Nationalflug mit 1000 Tauben, hatten wir zum Beispiel im Regionalverband 200 mal einen Nationalflug, ich glaube 1300, 1500 Tauben. Dann auf einer Ausdehnung von, man mag mich schlagen, 80 mal 80 oder 80 mal 100 Kilometer. So wenig Tauben auf so einer Riesenfläche hätte für mich jetzt kein, also hat für mich keinen sportlichen Reiz, sage ich ehrlich. Wenn ich jetzt euer Gebiet sehe, das Ruhrgebiet, und du kannst da 30.000 Tauben auf genau dieser Fläche schicken, das finde ich okay. Dann ist es was anderes. Und oft werden ja so Nationalflüge so am Ende der Saison gepackt, natürlich. Aber ich würde das so machen, dass man in der Saison Auflässe zusammen macht, die vielleicht nicht auf 200, 300 Kilometer auch schon gemeinsam auflässt, wie es in Belgien zum Beispiel der Fall ist, bei Quirin und Noir, dann die 80 oder 100 Kilometer Flüge gemeinsam auflässt. Und die Tauben lernen das schon, dass sie sich auch mal vertun können und kommen dann trotzdem nach Hause. Ja. Oft ist es aber so, wenn es der letzte Flug ist und unsere Tauben hatten eine Nationalflugentfernung von knapp 680 Kilometer und die vertun sich dann, dann wird es ernst. Ja? Und wenn die Tauben das dann nicht kennen, dann ist es gleich doppelt doof. Also wenn man das macht, glaube ich, muss man das früh anfangen, auch mit den Jungtauben früh anfangen. Ich habe letztes Jahr mal gehört, dass es im Regionalverband 250 einen Regionalvorflug gibt. Falls es nicht so sein sollte, bitte
bitte berichtigt mich, aber die RVen fahren alle mit ihren Jungtauben, trainieren die RV-weise. Und dann gibt es einen Tag vor der Jungtierreise, wo sehr, sehr viele, ich will jetzt nicht sagen alle, RVen zusammen auf 80 oder 90 Kilometer stehen und dann lassen die da 20 oder 25.000 Jungtauben auf. Das ist natürlich ein Heidengesuche, ja, also ist ja ganz logisch, weil die Tauben dann überall sich zurechtfinden müssen. Aber wenn die das einmal gemacht haben, gibt es auf den nachfolgenden Regionalverbänden mit Sicherheit sehr viel weniger Verluste. Und ich glaube, das ist eine erstrebenswerte Vorgehensweise. Also ich könnte mir auch vorstellen, man muss sowas halt auch mit den Tauben üben. Ja. Wenn man das nur einen Flug macht, da bin ich voll bei dir, das sieht man ja häufig, dass die Flüge dann nicht so gut verlaufen, obwohl das Wetter gut war, ja, weil die Tauben es halt nicht kennen, so große Auflässe. Ne? Wenn RV-Auflässe sind und die alle in eine Richtung eigentlich fliegen, kleines Gebiet haben, ja, dann fallen die da ein und auf einmal müssen sie gegen 8000 Tauben fliegen und in verschiedensten Richtungen, also das sehe ich auch für problematisch an. Also ja, auch das ist ein Thema, finde ich, ich bin bei dir, also Nationalflug ist für mich ein Nationalflug, der wahrscheinlich geografisch mittlerweile nicht mehr überall in Deutschland möglich ist, um eine relativ große Taubenzahl zu bekommen. Ja, aber so in unseren Regionen ist das schon möglich, aber es muss natürlich dann auch sein, vom Auflass her, was die Tauben auch kennen. Ich kann mich mal erinnern, wir hatten mal, glaube ich, einen von München, ja, das ist nicht ganz in unsere Richtung gewesen, ja, der war nicht gut, ne? Also der Konkurs war relativ gut, ne? So kann ich mich noch erinnern. Da haben wir auch gut in der Spitze gedreht, aber das war nach hinten raus, war das nicht so prickelnd, weil die Tauben wahrscheinlich ein bisschen aus der Richtung waren und damit irgendwo nicht klar kamen. Ja, jetzt die Frage, ne, was ist das Ziel? Möglichst viele Tauben mit uns haben, möglichst das attraktiv zu machen, wie dieses Car Race von Straubing, was gestartet worden ist. Ja, das. Aber ich finde, und man müsste mal das wieder, sind wir wieder beim Bedarf erfassen, man müsste das Bedürfnis bei den Züchtern kennenlernen. Ist es was für die Züchter oder wollen die lieber einen nationalen Jungtierflug machen oder wollen sie was ganz anderes machen? Ja, das ist das, was man erst kennenlernen muss, bevor man sich darüber Gedanken macht, sowas anzubieten. Okay, Peter N. fragt, hallo ihr zwei, sollte man vor der Reise Junge ziehen oder nicht? Stefan, was denkst du? Ja, da kann man immer, das sage ich ja immer wieder, also viele Wege führen ans Ziel und das muss jeder Züchter für sich selber entscheiden. Also es gibt überhaupt keinen Nachteil, ob ich vor der Reise Junge ziehe, überbrüten lasse, einmal anpaare, zweimal anpaare, kurz legen lasse, 10 Tage bebrüten, 4 Tage bebrüten. Also da kenne ich so viele Züchter, die mit den verschiedensten Systemen erfolgreich sind, ja. Das, in meinen Augen spielt das überhaupt keine Rolle auf die Leistung in der Saison. Ne? Das muss jeder Züchter, finde ich, ein bisschen weit für sich selber entscheiden, was er gerne möchte. Möchte ich vielleicht Junge aus meinen Reisetauben ziehen? Habe ich vielleicht gar keine Zuchttauben? Dann muss ich ja schon Junge aus meinen Reisetauben ziehen. Wie kriege ich es zeitlich hin? Wie gibt mein Schlag zum Beispiel überhaupt es her, noch Junge zu ziehen? Oder ist er dann überbevölkert? Also das ist... Bei mir im Weibchenstall zum Beispiel hätte ich ein bisschen Bedenken, wenn ich da auch noch Junge ziehe, obwohl ich das schon mal gemacht habe. Aber dann, der ist eh schon klein, der besteht ja eh nur aus Zellen, mein Weibchenschlag, ja. Und das weiß ich. Und man muss selber ein gutes Gefühl dabei haben, ne? Wenn man das möchte. Also, wo mich unheimlich schwer mit tue, ist, so, ich glaube, der Kurtarzt macht das auch noch, Junge noch zu haben, wenn die Reise schon losgeht. Ja, also sogar noch beim ersten Preisflug, dass sie dann noch Junge im Nest liegen haben. Aber da kenne ich auch sicher, die auch damit erfolgreich sind. Das wäre überhaupt nichts für mich. Ne? Also da muss ich schon so eine Ordnung haben. Ich bin jetzt nicht der ordnungsliebendste Mensch, ja. Also so ist es nicht. Aber das wäre nichts für mich. Also da muss schon eine klare Kante sein, da müssen sie schon auf Witwerschaft sein und nicht, dass ich dann noch so ein 15 Tage oder 18 Tage altes Junge rumkrebsen habe. Dann weiß ich, sind die fit, die Alten, haben vielleicht doch ein paar Trichomonaden, also das wäre nichts für mich. Also ich weiß ja, so als Jugendlicher oder junger Erwachsener habe ich es am meisten genossen, so, wenn man die letzten Jungtierflüge hatte und dann konnte man die Tiere trennen, die saßen dann nicht mehr auf Eier, man hat dann die Zellen sauber gemacht und das alles sauber gemacht, die Weibchen getrennt, die Eier weggeschmissen oder weggelegt und dann hat man
dann haben die Witwer gerufen, die haben natürlich ihre Weib gerufen, da hat man so gefühlt, das Gefühl immer gehabt, oh, jetzt beginnt die Saison, jetzt geht's richtig los. Und diesen Startschuss habe ich immer sehr genossen. Als ich dann das von Kurt das erste Mal mitbekommen habe, vor schon sehr langer Zeit, da habe ich auch gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ja, normalerweise sagt jeder, du musst die Tauben möglichst weit, müssen die, von der Saisonstart her die Jungen abgesetzt haben, dass sie sich noch erholen können, regenerieren können. Und der Kurt hat ja schon sensationelle Saisons gespielt, auch schon am Start weg, wo die Tauben quasi noch vom Nest gekommen sind. Ne? Also das ist wirklich außergewöhnlich, wie er das macht. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, völlig egal, wie ein Züchter das macht. Entscheidend ist, die Tauben müssen gesund sein, das System muss zum Züchter passen. Und da muss jeder seine eigene Erfahrung sammeln, finde ich. Also, wie gesagt, für mich wäre es nichts. Und von daher, aber man kann durchaus Junge ziehen. Manch früher, kann ich mich noch erinnern, haben die Leute ja gesagt, oh, man sollte maximal ein junges bei den Witwern großziehen, sonst schaffen die das nicht. Ja, heute sagen wir auf der einen Seite, wenn er nicht zwei Junge großziehen kann, dann taugt er auch für die Reise nichts so ungefähr, ja? Also wenn er das körperlich nicht verarbeiten kann, mit der guten Versorgung, die unsere Tauben ja heutzutage auch genießen, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Und da bin ich auch zum Beispiel bei ganz klar dabei. Also zwei Junge sollte heute für einen Vogel und Weibchen überhaupt kein Problem sein. Von daher, wie er möchte, soll das machen. Okay, keine klare Empfehlung von uns. Am besten an irgendeinen Mentor halten, mit dem man gut zurechtkommt, mit dem man vielleicht das abgleichen kann. Dann kann man auch mal fragen, okay, wie fliegen deine Tauben denn gerade? Was machen deine Tauben gerade? Dann ist es vielleicht ganz gut, so als Abgleich zu haben. Wenn man da komplett aus der Reihe tanzt, dann ist das manchmal auch gut, dann geht man mal neue Wege. Aber gerade wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, würde ich mich da immer an einen Mentor halten. Wenn ich wenig Erfahrung habe, dann würde ich tendenziell empfehlen, keine Junge zu ziehen. Ja, dann würde ich wirklich versuchen, zu trennen, zeitnah, nur einmal vielleicht legen zu lassen, einmal überbrüten lassen, dass die Tauben vernünftig trainieren können, dass sie gesund sind. Ja, das wäre für mich jetzt für jemand, der anfängt oder noch nicht so viel Erfahrung hat, wäre das für mich auf jeden Fall sinnvoller, als wenn er jetzt noch Junge zieht. Also das wäre dann Futterversorgung, ne? Da sind wir ja wieder auf anderem Futter. Also das wäre dann so meine Empfehlung, dann doch lieber vielleicht nur legen zu lassen. Jetzt kommt eine Frage von Frederik, aber mit CK. Also das war nicht ich. Hallo zusammen, ist es bedenkenlos möglich, dass ein Zuchtpaar vom Schlupf an drei Junge aufzieht? Gute Versorgung mit Futter, Mineralien etc. natürlich vorausgesetzt. Das Legedatum ist identisch. Oder sollte man lieber ein Ei aus dem Nest nehmen? Gut, Gruß und Verlust, arme Flüge. Frederik, was würdest du empfehlen? Also ich hätte das mal gemacht, dass ich auch schon mal drei Junge, weil es eigentlich, ich weiß aber nicht mehr, warum das so war. Da musste ich ein Junges wegnehmen oder weil er es nicht großziehen wollte. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich das mal gemacht habe. Da lagen dann drei Junge und das hat, also ich wüsste jetzt nicht, dass das nicht funktioniert hat. Die sind auch großgezogen worden. Also prinzipiell, glaube ich, spricht da nichts gegen. Aber ich würde es jetzt nicht, normal würde ich es jetzt nicht machen. Ne? Du lachst, meinst du, die ziehen nicht drei Junge groß? Also die ziehen auf jeden Fall drei Junge groß. Das glaube ich ganz bestimmt. Es gibt auch so richtige Ammenrassen. Da kann man Kollege Dave Weck wird sicherlich mehr zu sagen. Ich glaube, das sind die Hubble, also eine amerikanische Ammenrasse. Die haben auch wesentlich länger Kropfmilch. Die sind auch so fürsorglich um das Nest quasi. Die brüten heute, kannst du morgen um 14 Tage alles Junges hinlegen, füttern die und so. Also die sind so ein bisschen, das sind so die besten Bemutterer, sage ich mal. Also da gibt es auch Unterschiede in den Täubchen, wie die Aufzuchtleistung ist. Ich glaube, das variiert auch. Je jünger sie sind, desto vitaler ziehen sie die wahrscheinlich auf. Interessant ist, die sahen wahrscheinlich alle gleich aus bei dir, die Jungen, die da rausgekommen sind, die drei. Das weiß ich ja, da gehe ich von aus, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also ist ja nicht, als ich das gemacht habe, die waren drei, also klar, wichtig ist, dass sie gleich alt waren, logischerweise. Ne? Ja. Jetzt weiß ich aber auch nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht mehr, ob ich sie jetzt drunter gelegt habe, das eine Junge, wo es noch ganz klein war, so gerade geschlüpft ist oder wo es jetzt, ob es 5 oder 6 Tage, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich also ich sag mal so, die Kropfmilchphase sehe ich wirklich kritischer, so die reine Fütterungsphase, wenn man Sattfutter gibt und die Tauben haben den ganzen Tag Zeit, dann glaube ich, ist das da kein Problem. Ich wollte nur darauf ansprechen, wenn die alle drei gleich aussahen, bei dir sahen sie vielleicht auch drei gleich schlecht aus. Also das kann ja auch sein, dass sie alle drei gleich klein waren. Aber du legst dich ja wieder ganz schön weit aus dem Fenster, Frederik. Also. Ich glaube, das kann man machen. Das Optimum ist es ist aber ab, also aus meiner Sicht ab vom Optimum. Würde ich nicht machen. Es kommt darauf an, was für Eier das sind. Ja. Wenn das jetzt
die Eier aus den besten Tauben Deutschlands wären, wo die auch immer sitzen mögen, dann würde ich das auch riskieren. Vielleicht würde ich dann aber mit Crop Milk mindestens eine davon noch ergänzend zufüttern oder alle drei ergänzend zufüttern. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich hoffe, die Frage war gut beantwortet an unseren Namen, an meinen Namensvetter. Kann man Morgold auch in der Zucht verwenden? Fragt Emra. Stefan, wie würdest du das bewerten? Warum soll man Morgold nicht in der Zucht benutzen können? Das ist ein sehr gutes Produkt. Ja, geht in die Richtung wie Optibreed. Ne? Zu den genauen Zusammensetzungen, da bist du ja der Experte am Ende vom Tag. Aber kann man durchaus geben. Gebe auch ich ab und zu noch, wenn ich es da habe. Ansonsten gebe ich ja Optibreed in der Zucht. Aber das kann er absolut gut einsetzen. 2-3 Mal in der Woche spricht da nichts gegen. Auch in der Reise, bei den Reisetauben zum Beispiel, am Anfang der Woche ist das auch ein Produkt, was durchaus eingesetzt werden kann. Ja, das Morgold ist ja dem, also ist auch günstiger als Optibreed, weil halt Morgold auch die Basis für das Optibreed ist. Aber im Optibreed sind ja hinzukommend noch Vitamine, Mineralstoffe, Proteine eingesetzt worden, damit man quasi ein vollwertiges Ein-Produkt hat. Dann spart man sich zum Beispiel das Taubenfett E50 und das GLW. Deshalb ist es natürlich auch hochpreisiger. Aber wenn man jetzt eine Dose Morgold hat, dann kann ich das auch verstehen, dass man das auch in der Zucht einsetzen möchte, weil man denen ja auch was Gutes tun möchte. Und dann kann man zum Beispiel auch einen Kräuter-Gemüse-Mix oder einen Entrobag oder das Immunbooster oder halt auch nur eine Bierhefe, klassische, also Pavifac-Bierhefe, ergänzen und kann man das auch super mit ans Futter binden. Wir haben ja gerade erst ein Video gemacht, wie schön das wirklich alles am Korn bindet. Das sind die Leute immer wieder begeistert. Es gibt ja Leute, die sind das erste Mal, kommen die irgendwann auf Morgold und sagen, boah, da klebt ja wirklich alles am Korn und nichts im Eimer. Ne? Also es ist wirklich sehr, also nicht umsonst auch ein Topseller bei uns, muss man ja ganz klar sagen. Ja, und da machen viele Züchter auch noch den Fehler, die jetzt zum Beispiel ihr Futter mit Wasser auch immer feucht machen wollen, manche sogar mit Wasser nur, habe ich schon mitbekommen und so. Also das ist total kontraproduktiv, finde ich. Ne? Wenn man den Morgold nimmt, dann ist es ja wirklich so, und die Erfahrung habe ich ja in den letzten Jahren ja gemacht. Früher habe ich das ganz früher ja auch nicht benutzt. Und seitdem ich das, bin ich auch total begeistert davon, weil wirklich das Futter, also nicht das Futter, sorry, sondern wirklich das Pulver auch nachher sich super um das Korn wickelt, so möchte ich es einfach mal ausdrücken, und dass ich da nicht das halbe Pulverzeug noch im Eimer rumfliegen habe, ne, sondern dass wirklich eine hohe Garantie ist, dass auch das Pulver ans Futter kommt am Ende vom Tag. Auch nicht nur das, sondern auch diese Huminsäuren und die Fulvosäuren, die sind halt auch besonders wertvoll, weil sie halt auch Giftstoffe, also Toxine, aus dem Darm ausschleusen und Schwermetalle binden und dann ausschleusen. Und das Morgold, was wir einsetzen, oder das Moor, was wir einsetzen, stammt halt aus dem Hochmoor. Das heißt, das ist halt die Schwermetallbelastung deutlich, deutlich geringer als ein klassisches Moor, wo sich das quasi absetzt und dann abgebaut wird irgendwann. Also das Moor abgebaut wird, nicht die schadlichen Schwermetalle bauen sich ja nicht ab. Und unser Moor ist ein Hochmoor und das wird ständig durchströmt von Wasser quasi und hat deshalb eine viel geringere Schwermetallbelastung als ein klassisches Moor, wie das wir Norddeutschen zum Beispiel kennen. Ich weiß nicht, ob bei euch ein Moor in der Nähe ist, Stefan, aber vermutlich schon. Ja, aber ich habe es noch nicht gesehen. Okay. Das liegt vermutlich eher an dir. Jojo fragt, was sind KB-Flüge? Also KB sind wahrscheinlich, wir haben wahrscheinlich KB oder KB gesagt, weiß ich nicht. Das steht bei uns für Kabinexpress. Wie sagt ihr dazu? Kabine oder Express? Oder? Kabinexpress, also KB sagt mir jetzt auch nichts. Kabi, sagen wir mal, also von der Seite, ja, das sind halt die Flüge, wo unsere Tauben drin transportiert werden. Ja, also das sind die Flüge, die bezeichnen wir, wenn die Tauben abends, bei manchen jetzt auch morgens, in den Kabi gesetzt werden, also in den LKW, wo verschiedene Boxen drin sind für die Tauben. Die Tauben werden pro Züchter in eine Box gesetzt und dann fährt der LKW los und lässt die auf. Das sind die sogenannten KB-Flüge. Also KABI steht für Kabinenexpress. Thomas fragt, hallo zusammen, welches Desinfektionsmittel könnt ihr empfehlen vor der Reisezeit? Habe schon eine Kotprobe und bin gesund. Macht es dann überhaupt Sinn zu desinfizieren? Wie lange überleben zum Beispiel Rotaviren? Wie viele Stunden und Tage ist Avidress und Usnegano-Vitamin in der Tränke stabil? Sehr informativ eure Sendung, macht weiter so. Gruß Thomas. Also, geteilte Frage, einmal das Desinfektionsmittel. Stefan, wenn du keinen Befund hast bei deinen Tauben, desinfizierst du dann den Schlag?
Nein, mache ich nicht. Das Einzige, was ich einsetze, ist in der Saison jetzt, und jetzt fange ich damit an, so denn ich mal Zeit dazu finde, mit dem Avibug Stabilizer. Das ist ja wirklich ein Produkt, das finde ich total klasse, was wir da haben. Das, in der Reise gebe ich das jede Woche, benetze ich meinen ganzen Schlag damit, immer auch in der Regel samstags morgens, bevor die Tauben kommen, da sitzen ja die Partner im Schlag schon drin in Zellen, die können ruhig was davon abbekommen, das macht ja gar nichts. Und das mache ich jetzt auch und damit will ich eigentlich so nächste Woche anfangen. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal vor, meinen Weibchenschlag und unseren Weibchenschlag, da sind ja so einfache Stapelzellen drin, wer unser Video mal von 2017 gesehen hat, die sind ja immer noch drin, nur mittlerweile sind ja auch schon wieder ein paar Jahre vergangen, will ich aber dieses Jahr mal so Richtung Ende März, will ich die alle mal rausholen, ja, die 35 Zellen, die da drin sind und die einmal richtig sauber machen, das ist das, was ich machen will und dann wirklich regelmäßig einen Avibug Stabilizer einsetzen, aber ich würde jetzt hier kein Desinfektionsmittel groß einsetzen, was man vielleicht machen könnte, wenn man die Möglichkeit hat, so wie der Wolfgang Röper, ne, regelmäßig jetzt zum Beispiel in der Flamme vielleicht arbeiten, das finde ich, fände ich ganz gut, den Gedanken, habe ich halt ein bisschen Schiss vor auch, dass mir da der Stall abfackelt, das ist so der eine Punkt, also ne, nicht jetzt die Empfehlung vom Stefan annehmen und dann brennen nachher alle Schläge ab, so ungefähr, aber das ist das Einzige, was ich machen will, aber das Desinfizieren, wenn ich nichts habe, sehe ich keine Notwendigkeit drin, ich weiß nicht, ob du da eine andere Meinung hast, aber ich würde es nicht machen. Also wenn gibt ja zwei Varianten, so was man heutzutage so hört. Es gibt Züchter, die haben Wurm- oder Coccidienbefall, dann ist es sicherlich sinnvoll, auch vor der Reise mit einem, damals war es unser Almeran, mit dem Wirkstoff M-Chlorcresol, also quasi mit einem wirksamen, wirklich Ozystenbrechenden, also Eier aufbrechenden, Coccidien-Eier aufbrechenden Mittel zu arbeiten. Da bringt es nichts, dann irgendein anderes zu nehmen, was gegen Viren und Bakterien hilft, sondern man muss schon wirklich das Desinfektionsmittel nehmen, was auch gegen diese Haarwurm-Eier, Spurwurm-Eier oder gegen die Coccidien-Eier auch wirkt. So. Viele machen das dann nicht, die behandeln ihre Tauben, warten dann ein bisschen, geben eine erneute Kotprobe ab und dann haben die immer noch Würmer und sagen, kann ich ja gar nicht verstehen, ich habe ja behandelt. So, aber die Tauben können sich halt reinfizieren und das ist halt ein Riesenproblem, deshalb muss man desinfizieren. Das würde ich auch machen, wenn ich zum Beispiel Befunde hätte, bei Trichomonaden macht das keinen Sinn, aber wenn zum Beispiel Streptokokken, Staphylokokken oder halt auch Salmonellen oder andere, ist es, wenn es weit noch vor der Saison ist, auch sinnvoll, normalerweise ist es auch in der Saison sinnvoll, aber da kommt es immer ein bisschen auf das Desinfektionsmittel an, das auch richtig gut und sinnvoll auszusprühen. Da gibt es auch immer Empfehlungen von dem Tierarzt, der das Medikament halt verschreibt. Der kann euch auch erzählen, welches das richtige Desinfektionsmittel wäre. Wenn ich keinen Befund hätte, bei dir zum Beispiel, dann würde ich den Schlag und die Wände abwaschen. Trotzdem, das hat Hans-Paul Esser mal erzählt, dass er das regelmäßig mit Avidress macht. Oder mit organischen Säuren, zum Beispiel Avidress enthalten. Und das finde ich auch sehr sinnvoll, wenn man das verdünnt mit Wasser und dann den Schlag richtig abwischt und abwäscht, dann hat man auch eine gewisse Keimdrucksenkung. Und in der klassischen Landwirtschaft wird ja das Rein-Raus-Prinzip so beschrieben, dass du quasi bei Masthähnchen oder bei Mastschwein hast du einen leeren Stall, der wird desinfiziert, dann also sauber gemacht, desinfiziert, dann trocknet das ab, dann eingestreut, beheizt und dann kommen neue Tiere rein. Und wenn du das nicht machst und einfach immer nur wieder neue Tiere dazu setzt, wie wir Taubenzüchter das ja eigentlich klassisch machen, dann gibt es sowas wie, es nennt sich Stallmüdigkeit. Das heißt, dass die Leistung der Tiere immer weiter absinkt in der Landwirtschaft. Ich spreche jetzt von Wachstumsraten oder von Verlustquoten über einen Durchgang, den man da beobachten kann. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Stallmüdigkeit auch bei Brieftauben eine Rolle spielt. Deshalb glaube ich, dass das sehr gut ist, was du da vorhast und das kann ich nur unterstützen als dein externer norddeutscher Berater. Und warum meinst du, ist das so, wenn man das so über Jahre nicht macht, weil sich dann irgendwelche Viren, Bakterien da ansiedeln, die dann immer wieder den nächsten Bestand, genau, ein bisschen, nicht viel, aber immer ein bisschen mehr schwächen? Ja, also ich glaube daran, dass sich das vielleicht ein bisschen hochschaukelt, vielleicht ist aber genau das, was gerade gut ist für den Bestand, das
Das glaube ich aber nicht. Ich denke, dass es gut ist. Und so kenne ich auch sehr viele erfolgreiche Züchter. Zum Beispiel bin ich mal mit Markus Neb zu Gast gewesen bei Rudi Hein. Und der baute auch jedes Jahr da den Schlag total auseinander und hat den abgekerchert, sogar abgekerchert. Im Taubenschlag selber hat er mit dem Kercher gearbeitet. Und daher mein Erfahrungswert, das finde ich auch gut. Wenn ich einen Taubenschlag planen könnte, würde ich auch einen mit Stöpsel planen, wo ich den auch auskerchern kann. Also grundsätzlich, also das würde ich auch machen. Ich hätte zumindest einen Schlag, den ich als Züchter relativ schnell abbauen könnte, also das Innenleben, und den wirklich auch komplett nass machen kann, ja, weil ich glaube einfach auch, dass das auch für den Züchter und für die Tauben danach, nach so einem Winter, Herbst, ja, wo doch eine Staubbelastung da ist, für die Tauben mit Sicherheit nur von Vorteil sein kann. Ne? Also davon bin ich auch überzeugt. Okay, dann kommt die nächste Frage. Also, Entschuldigung, die Frage war noch nicht zu Ende von Thomas. Wie lange überleben zum Beispiel Rotaviren und so weiter? Also bei Rotaviren weiß man, dass die, es gibt ja die behüllten Viren und die unbehüllten Viren. Und die unbehüllten Viren, eigentlich anders als man es denken könnte, sind die unbehüllten Viren sehr, sehr lange wirklich infektiös oder bleiben infektiös. Das kann auch ein halbes Jahr sein, auch über Winter. Deshalb glaube ich, dass das auch eine Rolle spielt, dass man den Schlag auch gründlich sauber machen sollte. Auch richtig sauber machen sollte. Also die unbehüllten Viren, ich glaube, dazu gehören sogar auch die Rotaviren. Bin jetzt kein ausgebildeter Virologe, aber die werden, es gibt Virenarten, die sehr, sehr umweltstabil sind. Und da, die halten sich auch sehr lange. Und wie lange zum Beispiel Stunden und Tage ist Avidres, Usnegano, Betiamin in der Tränke stabil? Also Avidres kann man auch 2 bis 3 Tage stehen lassen. Usnegano und Avidres lasse ich auch 2 Tage stehen. Jedes Wasser, was mit Betiamin Forte versetzt ist, mache ich morgens neu und nehme es abends raus, damit ich es morgens wieder neu machen kann. Wie machst du das beim Avidres, Stefan? Lässt du das auch mal 2 Tage stehen oder machst du es immer neu? Kann mal vorkommen, dass es 2 Tage steht, also das nehme ich dann auch nicht so genau. Aber bei den Reisetauben bin ich ganz ehrlich, auch im Winter in der Regel, wenn ich dann auch da bin oder Winterzeit, kriegen die einmal am Tag frisch dann auch das Avidres. Also das mache ich schon. Also selten ist, dass die Reisetauben jetzt auch 2 oder 3 Tage das Wasser stehen haben. Mache ich eigentlich. Aber bei den anderen Tauben kann es durchaus vorkommen, dass es mal 2 Tage steht. Okay. Dann fragt Ralf H. Hallo ihr zwei, sollte man die Reisetauben sofort mit der Fahne trainieren? Wie machst du das? Ja, da bin ich natürlich kein Freund von. Ne? Also da mit Tauben jetzt haben wir jetzt 2 oder 3 Mal rausgehabt und das ist dann mein Partner, der Günther. Aber wenn er dann rauskommt, seit Jahren sagt er immer das Gleiche. Oh, die fliegen auch nicht im Schwarm, guck mal. Ne? Oder der fliegt einzeln noch. Und der wird immer relativ schnell schon unruhig, ne? Wenn die noch nicht so direkt fliegen. Dann sage ich immer zu ihm, so Günther, wenn du ein halbes Jahr im Bett gelegen hast, ja, kannst du auch nicht direkt hier 10 Kilometer laufen. Ne? Immer mit der Ruhe sage ich, lass die mal, also eine Woche lasse ich die komplett in Ruhe. Ne? Ja. Ich jag die aus dem Schlag raus, weil sonst würden die im Witwerschlag bei uns da oben nicht alle rausgehen. Die jag ich alle raus, dann fliegen die alle einmal hoch, mache ich einen Ausflug dann zu, wenn ich keine Rohrvogelproblematik habe, mache ich einen Ausflug mal zu für eine halbe Stunde, ja, und dann können die machen, was sie wollen. Ja? Dann siehst du so langsam schon, fangen sie dann am Schwarm zu fliegen, dann hast du mal 1, 2, die noch ein bisschen einzeln fliegen, die mal eher landen und dann wird die Gruppe, zumindest habe ich hier irgendwann immer größer und dann fliegen sie von alleine ein bisschen länger und dann in der 2. Woche, ja, dann versuche ich schon, die Tauben auch noch mal 10 Minuten in der Luft zu halten, 15 Minuten, und irgendwann ist es dann ruckzuck eigentlich, dass ich gar keine Fahne mehr benötige und dass die Tauben dann von alleine landen. Also ich würde niemals am ersten Tag direkt eine Viertelstunde Fahne hinstellen, weil dann passiert doch eins, dass die Tauben wahrscheinlich überall landen, nur nicht mehr bei mir am Schlag. Ja, und das möchte ich auch vermeiden, dass die Tauben sich vielleicht sogar daran gewöhnen und dann nachher landen und landen beim Nachbar im Haus. Die sollen bei mir auf dem Witwerschlag landen. Und da sollte man Ruhe walten lassen. Die Tiere sind ja lange festgesessen und da muss man den Tieren auch die Zeit geben, ein bisschen Kondition aufzubauen, in Ruhe reinzukommen. Das ist ja nicht ein Stress. Das ist ja auch wieder Stress für die Tiere. Ne? Die sind nach 6 Monaten erstmal wieder draußen. Die wissen ja auch mit der Raubvogelproblematik, die sind ja, das ist ja ganz logisch. Und ohne Stress sollte man die Tauben da ganz entspannt ans Trainieren bringen. Und wenn man dann eine Fahne hat, so nach einer Woche, 10 Tage, ein bisschen die länger in der Luft halten, dann können sie es irgendwann allein. Aber es gibt auch viele Züchter, Frederik, ja,
die halt auch in der ganzen Saison mit der Fahne trainieren. Ja, die gibt es ja auch. Ja, Georg Frühlingsdorf, meine ich, da steht die Fahne wie in Stein gemeißelt, eine Stunde, morgens und abends. Ja, ja. Und so lange müssen die Jungs dann auch fliegen und die Mädchen. Aber auch das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich kenne auch sehr viele, die das mit der Fahne machen, wo die Tauben das aber dann ab einem gewissen Punkt auch überhaupt nicht mehr als Stressor empfinden. Tauben sind ja sehr, können sich an sehr viele Dinge sehr schnell gewöhnen, sondern das ist einfach dann ein Signal für die, eine Konditionierung. Wenn die Fahne da nicht mehr steht, kommen die dann sofort runter und fallen. Das ist ja auch positiv. Ja. Okay, Daniel fragt, hallo, meine Frage für heute. Ich habe ein Weibchen aus 2012 bekommen und sie legt jetzt noch und jetzt möchte ich, dass sie noch möglichst lange liegt. Was kann ich machen? Sollte ich die Eier immer umlegen, damit sie sie nicht selbst aufziehen muss? Was würdest du empfehlen? Ja, also ich würde die Taube ganz einfach genau das nicht machen, sondern ich würde das bei 2012, ich meine, ist ja schon ein stolzes Alter, ne? Wir haben 2024, da sage ich mal Hut ab, dass sie noch legt. Und wenn sie, habe ich das verstanden, er hat sie bekommen auch noch, ja? Ja, das heißt, ist jetzt noch an einem fremden Schlag und legt dann, legen lassen, die Junge selber aufziehen lassen. Ja, und dann ist immer die Frage, ziehe ich dann vier Junge oder lasse sie wirklich dann so lange legen in dem Jahr? Ich würde jetzt zwei Gelege ziehen lassen, aber die Gefahr ist natürlich auch nächstes Jahr, dass sie dann doch nicht mehr. Irgendwann ist der Tag halt da, dass sie nicht mehr legt. Ne? Ja. Aber ja, ich würde sie auf jeden Fall die Junge selber aufziehen lassen. Das würde ich zum Beispiel machen. Ja, das würde ich auch machen, denn wenn du die drei, also es ist ja schon ein sehr fordernder Prozess, sage ich mal, die Eierablage. Man merkt das ja auch, wenn die Weibchen legen, dann bauen die körperlich ab. Zum einen, weil sie natürlich halt auch 20 Gramm Protein produzieren müssen, was sie abgeben. Das geht auch nicht so von heute auf morgen. Also muss da von heute auf morgen gestehen. Ja, das Ei reift natürlich länger. Aber das ist natürlich eine enorme Belastung. Gleichzeitig ist es so, dass wenn du immer das wieder wegnimmst, wird es hormonell wahrscheinlich auch irgendwann ein Problem werden für die Taube, weil die dann auch, also was macht eine Taube in der Natur, wenn ständig ein Marder kommt oder eine Elster kommt in die Eier klaut, die will wahrscheinlich irgendwann mal den Schlaf wechseln oder den Ort wechseln, weil sie merkt, oh, ich habe keinen Zuchterfolg hier, hat sie vielleicht dann damit Stress. Wenn du ihr nicht zu viel zumuten willst, kannst du vielleicht ein Junges liegen lassen. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das auch geht. Kommt so ein bisschen allgemein auf die Fitness, auf den Fitness und den Gesundheitszustand der Tauben an. Wir haben zum Beispiel ein Weibchen, unser, ich nenne es mal Stammweibchen, die ist jetzt 17 Jahre alt und die hat schon mit, ich glaube, mit 7 Jahren schon aufgehört zu legen. Und ihr Vater hat mit 6 Jahren schon nicht mehr befruchtet. So, also es gibt auch Tauben, die sind mit 8 Jahren schon am Zuchtende angekommen und manche züchten halt bis 15, 16 Jahre. Das ist, kommt halt auch immer sehr auf die Genetik der Tiere an. Ja, das war die Frage ja noch, die dazu kommt noch von Daniel. Trennt man so eine Taube, so eine alte Taube im Herbst oder sollte man sie angepaart lassen? Also ich kenne das bei Vögeln, kenne ich Züchter, die so alte Zuchtvögel haben, die lassen die das ganze Jahr zum Beispiel zusammen. Ja, mit wechselnden Weibchen, glaube ich auch. Und selbst wenn die mir legen, dann ziehen die auch Junge groß, um halt da im Flow zu bleiben, so möchte ich es mal ausdrücken, ja. Bei Weibchen bin ich mir jetzt dann nicht sicher, ob ich das machen würde, weil die ja doch dann extrem legen würde erstmal noch, ja, wenn sie es denn kann. Und ich persönlich glaube, ich würde sie trennen, ja. Das würde ich, glaube ich, schon machen, also. Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es garantiert, ich glaube nicht, Frederik, dass selbst wenn er nur vier Junge zieht oder sie zweimal nur legen, es garantiert es nicht, dass sie nächstes Jahr trotzdem wieder legt. Ja, nee. Weil nächstes Jahr kann sie dann trotzdem aufhören. Ja, wenn sie jetzt legen lässt, lässt sie vier Gelege oder fünf Gelege züchten, dann hast du 10 Junge und vielleicht hört sie dann von alleine. Es ist schwierig zu beantworten. Also vom Tier her würde ich sagen, ich würde sie trennen. Bei den Vögeln bin ich bei dir. Das hat ja was damit zu tun, dass bei Inaktivität oder kein hormoneller Umstellung oder Winterruhe quasi die Hoden auch wirklich kleiner werden bei den Vögeln. Es ist aber so, bei den Weibchen kann ich mir vorstellen, die kündigen das ja eher an, dass das jetzt Zuchtruhe ist quasi, indem die Tauben halt mal vielleicht ein kleineres Ei legen oder nur ein Ei legen und so. Das gibt es ja auch, gerade bei so älteren Weibchen.
Und dann würde ich, glaube ich, weiter züchten. Dann würde ich versuchen, die vielleicht noch besser zu versorgen, mehr Licht zu geben und so. Weil dann wird es wahrscheinlich, ist das Ende nahe, sage ich mal, dass sie dann irgendwann gar nicht mehr leben. Aber wenn sie jetzt 2 oder 3 Zuchten macht, die perfekt aufwachsen, die Tiere, sie sieht super aus, ich glaube, dann kann man sie wieder trennen und dann im nächsten Jahr wieder anpaaren. Okay, dann kommt die letzte Frage, wieder von Daniel und an dich, Stefan. Wann kommt wieder ein Rhönfried Insight? Ja, das ist eine gute Frage, Daniel. Werden wir auf jeden Fall in diesem Monat März noch einen abdrehen und dann Richtung Ende des Monats auf jeden Fall habe ich vor, noch einen zu veröffentlichen und das werden wir auf jeden Fall machen. Okay. So, jetzt kommt man, können wir zu den Fragen gekommen, die unter der Woche reingekommen sind. Die haben wir jetzt abgearbeitet. Jetzt kommen wir zu den Fragen, die jetzt gerade aktuell reingekommen sind. Die erste Frage kommt von Bernhard Fried. Guten Morgen, Stefan und Friedrich. Wie oft gibt man Hexenbier in der Reisezeit? Ja, also wir geben es 2-mal in der Woche, das Hexenbier. So genauso, wie es im Versorgungsplan drin steht. Und wie gesagt, vor der Saison mache ich 7 bis 10 Tage eine Kur mit Hexenbier, um die Tau ein bisschen nach vorne zu kriegen. Das ist so unsere Vorgehensweise, ganz normal mit Carni Speed zusammen im Wasser in der Reisesaison. Genauso wie wir es auch im Versorgungsplan drinstehen haben. So, hier kommt noch eine Einschränkung von Daniel, der gerade was geschrieben hatte. Mit den Eiern habe ich gemeint, die Eier umlegen oder ob man sie überbrüten zu lassen. Also ich würde, wenn die Taube so alt ist, ist sie ja nicht umsonst so alt geworden, dann ist sie ja sehr wertvoll. Ja? Und dann würde ich die Eier aufziehen lassen. Warum sollte man die überbrüten lassen? Ja, genau. Wenn es denn der Daniel war, der diese alte Taube hatte. Das glaube ich doch bestimmt, ja. Okay. Jetzt kommt eine Frage von Taubenfreund MK. Also, Entschuldigung, ich habe hier... Ich bin da konform mit dir, Stefan. 2-mal in der Woche sollte man Hexenbier geben und den Tag nach Hexenbier sollte man noch Blitzform geben. Entschuldigung für das Springen. Taubenfreund MK fragt, hallo, nach wie vielen Tagen Brüten haben die Tauben Kopfmilch gebildet, um gegebenenfalls geschlüpfte Junge umzulegen? Danke für eure Antwort. Also der Züchter will Tauben dorthin legen und fragt, wann dann die Tauben Kopfmilch haben. Also erfahrungsgemäß so 2 bis 3 Tage vorm Schlüpfen ihrer eigenen Jungen, also so 17 Tage nach dem Legen des zweiten Eis, 14 Tage nach dem Legen des zweiten Eis. Da ist es aber auch oft noch dürftig, also da fängt es gerade an. Das ist meine Erfahrung, wenn andere Leute andere Erfahrungen oder wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, Stefan, dann kannst du mir das von dir gerne berichten. Aber mehr als 2, maximal 3 Tage sollte man nicht von dem Schlupfdatum abweichen. Also das Thema wird ja bei ihm dann dementsprechend sein, wenn er jetzt geschlüpfte Junge umzulegen. Das habe ich jetzt, weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, da müsste ich ja darüber nachdenken, dass ich ein Paar habe, wo ich die Eier vielleicht nicht haben möchte, die Junge, Entschuldigung, ja, wo ich dann 2 geschlüpfte Junge nehme und die dann dahin lege. Ja, und dass die dann halt dementsprechend dann mit der Kropfmilch anfangen zu füttern. Das habe ich selber so noch nicht gemacht, ja, weil ich würde es anders machen. Ich würde die Eier nehmen und dann unter das Paar legen, ne, was die Junge großziehen soll. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt mal Eier irgendwo gekauft habe oder so, dann habe ich so eine Differenz von 2 Tagen maximal und damit hatte ich nie Probleme, ne? Das heißt, die sind immer vernünftig großgezogen worden, die Junge, also das, da war nie ein Problem. Also 2 Tage, nach vorne wie nach hinten, habe ich also noch nie Probleme gehabt. Also ich würde jetzt nicht 2 kleine Junge da unternehmen, wüsste ich jetzt gar nicht, wahrscheinlich würden sie es machen, aber ich hätte da ein bisschen Angst, dass sie dann vielleicht gar nicht füttern. Dann denken die, warum sind die Junge schon da? Und ich habe in meinem eigenen Ei, was die Tauben da unten liegen hatten, habe ich noch nichts gespürt, dass da eine Entwicklung ist. Das weiß ich aber nicht. Vielleicht kannst du das besser beantworten als ich, weil ich da keine Erfahrung mit habe. Ich will immer das Ei da unterlegen. Also ich glaube auch, dass dieser Prozess, dass das Küken quasi pickt, ist, glaube ich, sinnvoll dafür, der Taube zu signalisieren, hallo, genau. Hier liegt jetzt mal mehr unter als nur ein Ei.
Ich wollte noch kurz einhaken, was du gesagt hast. Wenn die Jungen, die du unterlegst, 2 Tage später schlüpfen, da habe ich schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, okay. weil die Eltern dann vom Nest gelaufen sind. Quasi. Nach 2 Tagen schon? Ja, okay. Die waren so ein norddeutscher Sprinter, die wollten nicht so lange warten. Ja, da waren wir beim Thema Qualität, Nestliebe und Schlagliebe. Ja, aber gut, das ist, habe ich... Aber ist das, sind die dann laufen gegangen, sind die dann vom Nest runtergegangen? Ja, die Jungen sollten 2 Tage später schlüpfen und die sind dann vom Nest aufgestanden. Nee, also das Problem, also das hatte ich noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich bisher so ein Glück gehabt. Ja, das ist ja auch ein bisschen Glück wahrscheinlich. Aber ich würde wirklich die Junge, also wenn er das macht, 2 Tage wahrscheinlich. Das wäre direkt, das sollte ja, also die Frage war, nach wie vielen Tagen brüten haben die Tauben Kopfmilch? Ich sag mal, nach 14 Tagen haben die Tauben Kopfmilch. Oh, hier kommt John, sagt mindestens 14 Tage ab dem 2. Ei. Vielen Dank, John. Sind wir d'accord? Stefan fragt, guten Tag, wann sollte man Rhodosal am besten vorm Flug einsetzen und wie viel gibt man am besten pro Liter, Strich oder Kilogramm? Ab 300 Kilometer erst am Einsatztag oder schon einen Tag davor? Wie handhabt ihr das? Danke, mit vielen Grüßen, mit freundlichen Grüßen. Vielen Grüßen, das ist verkehrt. Mit freundlichen Grüßen, Stefan Jakob. Wie handhabst du das, Stefan, mit dem Rhodosal? Ja, also wir haben ja freitags Einsätze und da bekommen unsere Tauben auf jeden Fall Donnerstag Rhodosal mit Carni Speed zusammen und am Einsatztag bekommen unsere Tauben auch Rhodosal. Allerdings gucke ich da schon, wie am Anfang der Saison die Flüge sind. Dann kann es sein, wenn ich weiß, dass sie zum Beispiel Rückenwindflüge haben und sehr leicht sind, am Anfang der Saison, dann bekommen die am Einsatztag keine Rhodosal. Ja, also das lasse ich dann schon weg. Und von der Dosierung her würde ich dann den Donnerstag vielleicht ein bisschen weniger geben. Also ich gebe immer 5 Milliliter, wenn der Flug leicht ist, 5 Milliliter auf 1 Liter Wasser. Und wenn die Flüge schwerer werden, dann gebe ich immer 10 Milliliter auf 1 Liter Wasser. Und natürlich wichtig, wenn die Tauben nach Hause bekommen, bekommen sie auch Rhodosal. Das finde ich auch extrem wichtig. Ne? Das ist so meine Vorgehensweise. Aber es kann natürlich auch schon sein, am Anfang der Saison, Wetter nicht gut, Tauben schweren Flug gehabt, dass ich dann sage, okay, die Tauben bekommen auch ruhig auch am Einsatztag noch Rhodosal. Das ist ein bisschen individuell. Bei uns zumindest wird es so gehandhabt. Da habe ich keinen klaren Plan. Den Donnerstag bekommen sie schon Rhodosal, aber am Einsatztag variiert das ein bisschen. Okay, bei uns gibt es eigentlich fast immer am Einsatztag schon Rhodosal. Christian Kiel fragt, Mahlzeit, wie versorgt ihr eure Jungtiere die ersten Wochen nach dem Absetzen? Stefan, wie machst du das? Ja. Was ist dir besonders wichtig dabei? Ja, besonders wichtig ist mir einfach so, dass die Jungen natürlich jeden Tag morgens und abends satt gefüttert werden. Also das ist mir schon gerade nach dem Absetzen sehr wichtig. Die bekommen 2-3 Mal die Woche unser Optibreed dabei mit Entrobac und Immunbooster gebe ich da drunter. Eine gute Mineralienversorgung ist mir da auch sehr wichtig. Und ja, das ist so die Basis eigentlich des Versorgens, ein gutes Zuchtfutter. Das ist die Basis für mich einfach, um die Jungtauben erstmal am Anfang der Zeit vernünftig wachsen zu lassen. Ein bisschen Sämereien gebe ich immer nochmal extra. Und ja, und bisher sehen die Jungtauben dahingehend sehr gut aus. Ne? Also man muss halt auch früh anfangen mit dem Optibreed, finde ich, damit die Jungen sich auch daran gewöhnen. Vielleicht picken sie am Anfang ein bisschen widerwillig da dran rum, ja, aber sobald sie dann Hunger haben, das kennen, fressen die es auch mal gut. Also das ist so unsere Vorgehensweise in dem jetzigen Stadium. Also ich gebe auch einmal die Woche Betiamin Forte, aber auch Blitzform haben sie schon bekommen. Das mache ich schon sehr intensiv jetzt. Also bei uns ist wichtig, dass die Tauben auch in der Zucht immer Abidress bekommen. Das bekommen die Jungtauben auch weiter nach dem Absetzen. Die kriegen erstmal dann noch keine Avitestin, das gibt es erst später. Optibreed kriegen sie auch schon während der Wachstumsphase, kriegen sie danach. Die ersten Tage erstmal nicht, wenn sie alleine picken müssen, sondern die kriegen das nur 2 Mal der Woche. Wenn sie wirklich richtig gut fressen kann, nach 3-4 Tagen haben sie das ja eigentlich alle ziemlich gut drauf. Und dann, wenn sie wirklich mit Zucht auch wirklich alle gut fressen, dann kriegen sie das auch wieder. Und dann ins Wasser gibt es Usnegano und Avidress und dann Entrobac und Optibreed quasi in der Folge. Doch, das ist eigentlich wichtig. Vitamin Forte bekommen sie auch nochmal ins Wasser. 1-2 Mal, wenn sie abgesetzt sind.
Okay, Alexander Wag hat einen Kommentar. Moin Jungs, wir haben bei uns ab dem 5,6. Flug den ersten Regelflug und schon hintereinander mehrere schlechte Flüge. Starrsinnigkeit nennt man das, ich kann das nicht verstehen. Ja, das ging wahrscheinlich dahin, dass wir zu unserer Meinungsäußerung zu den Nationalflügen, wie wir dazu stehen. Da waren wir uns ja beide, glaube ich, auch einig, dass man, wenn man sowas macht, das halt recht früh machen sollte. Ja, es ist einfach wichtig, ne, dass man versucht, warum wird es, die Frage muss ja immer gestellt werden, warum macht man es nicht von Anfang an? Was ist der Grund dafür? Oft ist ja der Grund, bei uns Brieftaubenzüchter ist immer der gleiche Grund eigentlich, der eine Regionalverband oder die eine RV gönnt der anderen RV keine Preise, liegen schlechte, deswegen schicken wir lieber alleine. Ja, dann kann man ja vielleicht anfangen, ohne Preisliste zu arbeiten, ja, dass man zumindest die Tauben zusammen auflässt, ja. Das ist doch eine Grundvoraussetzung, ohne Liste, ja. Das sollen ja auch nicht andere RVs dann 80% machen und für die anderen bleiben dann nichts übrig, obwohl sie eine eigene RV-Liste noch haben letztendlich, ja. Ja. Aber Hauptsache zusammen auflassen, damit die Tauben sich einfach von Anfang an den großen Haufen, so möchte man sagen, sich daran gewöhnen, sich lösen, am Anfang ein bisschen suchen müssen. Gerade auch für Jährige jetzt, ne, für die das natürlich da wahrscheinlich sehr schwierig wird, wenn die 5-6 Wochen alleine zur RV müssen, alles Taco, und dann kriegen sie auf einmal den falschen Wind, ne, dann werden sie von der großen Masse noch in die andere Richtung abgetrieben und dann fangen die Probleme ja an bei vielen Züchtern, ne? Und dem kann man umgehen, indem man sagt, okay, komm, vom ersten Flug, wir lassen gemeinsam auf, ja, vielleicht hat man dann, ja, es wird vielleicht auch dann am Anfang der Saison vielleicht 1-2 Tiere mal ausbleiben, ja, was ja nicht ausbleibt. Aber ich glaube, dass man dann trotzdem eine bessere Qualität hat nachher und die Verluste deutlich geringer sein werden, wenn man es von Anfang an macht. Das ist zumindest meine persönliche Meinung dazu. Genau, wenn die Tauben daran adaptiert sind, da sind wir wieder dabei, dass sie halt auch mal alleine nach Hause fliegen müssen und dass es auch nichts Schlimmes ist, ja, dass sie das auch mal machen können und müssen. Dann verliert man in der Folge der Saison bei wirklich schwierigeren Bedingungen, wo sie dann mal über ihre Grenzen gehen müssen, wahrscheinlich deutlich weniger Tauben. Ashraf Lacolombe fragt, guten Tag, ich habe eine Frage, ich würde gerne wissen, wie benutzt man Blitzform bei heißem Wetter oder wie beim kalten Wetter? Ja, Stefan, was machst du anders bei Hitze als bei Kälte? Also das Erste, was ich anders mache, ich ziehe mich anders an. Und nein, also da mache ich eigentlich nichts anderes. Also in der Saison jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt im Frühjahr noch nicht so warm ist, also da ändere ich persönlich jetzt nichts an der Zusammensetzung. Also ich gebe in der Regel in der Reise 2 Milliliter auf 1 Liter Wasser unseren Reisetauben. Und da ist es egal, ob es dann heiß ist oder nicht so heiß ist, ne, vom Wetter her. Aber wichtig halt, das mache ich halt immer, dass die Reisetauben auch, ist egal wie das Wetter ist, morgens und abends halt dann immer eine frische Tränke auch bekommen. Ja, in der Saison. Das ist ja im Prinzip bei heißem Wetter, glaube ich persönlich, ist es noch eher wichtiger, wahrscheinlich, Frederik, als jetzt bei kaltem Wetter. Aber das ist eine Grundvoraussetzung. Ansonsten würde ich da persönlich jetzt nichts ändern. Oder hast du da eine andere Meinung? Also bei extrem heißen Temperaturen, da steht auch im Beipackzettel drin, ist die Wassermenge auf jeden Fall anzupassen. Na, das heißt, wenn die Tauben mit extrem viel trinken, und das ist ja so, wenn die wirklich vielleicht nochmal lange trainieren oder vom Trainingsflug kommen oder so, je nachdem, was man damit macht, dann trinken ja Tauben bei heißem Wetter die dreifache Menge, wie sie bei Kälte trinken, mindestens, vielleicht sogar die vierfache. Also das heißt, ich würde das Blitzform anpassen. Vielleicht kann man sich als Faustregel gelten, über 25, 26, 28, sagen wir mal, über 28 Grad, das ist so das Ende der thermoneutralen Zone, dann würde ich sagen, also wo den Tauben Energie aufwenden müssen, um zu kühlen. Ja, das beschreibt die thermoneutrale Zone von 20 bis 28 Grad, habe ich gerade noch gehört als Vortrag. Müssten die Tauben dann wieder Energie aufwenden, um dann zu kühlen. Und da würde ich quasi, ab 28 Grad ist es, glaube ich, dann beginnt der Hitzestress für die Tauben. Und da würde ich dann auch nur noch 1 Milliliter je Liter Trinkwasser dosieren. Oder man stellt die 2 Milliliter je Liter Trinkwasser hin und ergänzt dann quasi, wenn sie es ausgetrunken haben, nur noch die Tränke mit Abidress. Das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein. Okay. Und bei kaltem Wetter normale Dosierung 2 Milliliter je Liter Trinkwasser.
Taubenfreund MK fragt, meine Reiseweibchen ziehen Junge. Würdet ihr die Paare 14 Tage trennen und das Weibchen zieht das Junge alleine groß oder würdet ihr die Paare zusammen lassen und ein zweites Mal legen lassen? Viele Grüße. Das finde ich ja total interessant, das Thema. Da habe ich mir schon viele Meinungen reingeholt, weil ich habe ja auch schon mal darüber nachgedacht und ich habe es ja auch schon gemacht oder wir haben auch schon mal also vor der Saison Junge aufziehen lassen von unseren Reisetauben. Und dann habe ich gefragt, einige Züchter, die es halt jahrelang machen, wie macht ihr das? Ich habe immer gehört, wenn die Tauben dann nochmal legen, dass sie dann anfangen zu mausern, zum Beispiel. Aber dem ist, glaube ich, gar nicht so. Also ich habe Züchter gehört, die lassen die Tauben zusammen, lassen diese Weibchen sogar nochmal legen und reisen trotzdem die ganze Saison sehr gut und haben auch am Ende der Saison ihre Tauben vorne in den Preislisten platziert, wie andere, die sie Tauben getrennt. Aber ich kenne auch viele, die Tauben wirklich nach 14 Tagen trennen oder so eine Umlaufmethode dann machen. Ja, die Weibchen und Vögel spielen, dass die Weibchen mal füttern und dann die Vögel füttern. Auch da gibt es halt dann viele Meinungen. Also das Einzige, wo ich ein bisschen Probleme hätte, wie gesagt, wäre mit der Mauser. Und da weiß ich nicht, ob du da Erfahrung schon gesammelt hast in der Richtung. Also erfahrungsgemäß, wenn die Tauben dann nochmal aufs Nest kommen, hat es nicht sofort Einfluss auf die Mauser, denn das Brüten an sich hat keinen Einfluss auf die Mauser, sondern die Tageslichtlänge steuert die Mauser. Da gibt es auch Leute, die auch schon dreimal haben legen lassen und überbrüten lassen. Da fällt die erste Schwinge trotzdem nicht früher. Das ist ein Mythos. Hat nur noch keiner ausprobiert, oder die wenigsten ausprobiert bisher. Ich würde allerdings die Paare trennen und das Weibchen die Tauben alleine, die Jungen alleine aufziehen lassen, vielleicht ein Junges und die Vögel das andere. Weil, aus folgendem Grund, ich glaube, wenn die Tauben Junge aufziehen, haben wir gerade schon mal diskutiert, das ist, sag ich mal, moderater Stress, aber es ist aushaltbar. Die Tauben, die leben ja schon ein gutes Leben bei uns zu Hause, bei uns Brieftaubenzüchtern, denen mangelt es ja meistens an nichts. Wenn die Tauben dann aber, wenn das Weibchen dann Junge füttern muss, der Vogel natürlich auch, und dann treibt der Vogel nochmal das Weibchen aufs Nest, dann wird der Stress noch höher, dann muss das Weibchen noch Junge füttern und dann auch noch ein Ei legen oder zwei im besten Falle natürlich. Das würde ich dem Weibchen, je nachdem wie weit es vor der Reise ist, ungern zumuten, weil ich ja auch schon gesagt habe heute, die Eiablage ist physiologisch, also schon eine Anforderung an das Weibchen und das würde ich nicht so gerne machen, weil ich das bei unseren Tauben immer sehe, wenn wir sie kurz vor der Reise, haben wir sie manchmal auch dreimal legen lassen, also quasi dreimal angepaart, dreimal legen lassen, um den Paarungsdruck auf den ersten Flügen nicht so groß zu haben. Aber was bedeutet Paarungsdruck? Eigentlich bedeutet es nichts anderes als eine Form oder eine super Form. Wenn die Tauben richtig super im Schuss sind, dann nicken die Weibchen zu, dann fühlen die sich auch paariger oder dann sind die auch paariger. Und das würde ich deshalb nicht machen. Deshalb würde ich die Paarungsform zeigt immer auch eine Form an und deshalb haben wir quasi sie nochmal legen lassen. Was führt aber dazu, dass die Ergebnisse gar nicht so gut waren, wie sonst in den Jahren, wo wir sie nur zweimal angepaart haben. Also long story short, sagen wir, ja, ich würde die trennen und das Weibchen zieht alleine das Junge groß nicht nochmal auf Eier kommen lassen. Glaubst du denn, du hast es ja gerade interessanterweise gesagt, wenn ihr die dreimal angepaart habt, die Frage, die sich mir stellt zum Beispiel, so du willst halt den Druck nach hinten raus senken, weil die oft mit ihrem Partner zu lange Eier gelegt hat. Glaubst du denn, ein Weibchen, was dreimal gelegt hat und dann 10, 11 Wochen auf der Saison unterwegs ist, dass die nach 11 Wochen weniger paarungswillig ist mit als ein Weibchen, was vielleicht nur einmal gelegt hat am Anfang? Das glaube ich nämlich persönlich auch nicht. Weil ich glaube, wenn die Veranlagung haben, kannst du die 5-mal anpassen und Junge ziehen lassen. Und die haben das gleiche Problem nach 10, 11 Wochen auch. Ich glaube, dass das nur am Anfang hilft. Ja, weil wenn man zum Beispiel am Anfang 150 Kilometer hat und dann 180 und 200 Kilometer dann so gut versorgt werden, wie sie bei uns natürlich versorgt werden, dann kriegst du da an der dritten oder vierten Tour schon Stress. Wenn du aber da den Stress noch nicht hast und die Form baut sich erst langsamer auf, dann kommt ein anderer Stress dazu, nämlich, dass die Tauben mehr fliegen müssen und mehr trainieren müssen und dann höhere Anforderungen an sie gestellt. Und dann lässt der Paarungstrieb auch ein bisschen nach. So am Anfang der Woche hat man ja schon mal so am Dienstag so Tauben, die sich mal so zunecken. Ja.
am Ende der Woche verlagert sich das eher so auf Mittwoch, bestenfalls dann Donnerstag. Dann weiß man, okay, wir sind genug beschäftigt gewesen. Ne? Das finde ich da besser. Ja, wir machen das ja auch so, dass, also ich habe jetzt angepaart, die Weibchen haben 10 Tage jetzt gebrütet, habe jetzt getrennt und in der Regel mache ich es ja so, dass sie dann Ende des Monats paare ich die ja nochmal an und lasse die Weibchen so 4-5 Tage nochmal brüten. Ne? Und in der Phase, wo sie ja am Treiben sind, dann Ende März, haben wir ja schon Vorflüge, weil dann lasse ich ja im Haus ja auch nicht mehr raus. Das ist natürlich für die Weibchen auch doppelter Stress. Da musst du ja immer gucken, legt die jetzt ein Ei, kannst du die setzen, kannst du die nicht setzen. Das ist so ein bisschen für mich auch so ein Nachteil, wo ich schon mal überlegt habe, soll ich was ändern? Aber ich habe das natürlich beibehalten, weil wir da gute Erfahrungen mitgemacht haben. Aber da bin ich bei dir, mit dem Stress ist das nicht ganz so perfekt, finde ich persönlich. Ich meine, da sieht den Weibchen das auch an, oder man merkt das teilweise auch an, dass sie dann auf den Vorflug nicht ganz so super kommen, weil die dann doch diesen Stress haben, dass sie nur getrieben werden von den Vögeln, die zu Hause bleiben. Ja. Also das ist dann nicht so. Da, ich habe es schon mal anders gemacht. Ich habe sie mal nur 4 Tage zusammengelassen, ja, und habe sie dann wieder getrennt. Das hat mir aber auch nicht so gefallen. Kann auch sein, dass 5 Tage waren. Das war genau 1 Tag zu lange. Dann haben sie nämlich, ja, nach 10 Tagen haben dann die Weibchen die Eier verloren, sozusagen. So möchte ich es mal ausdrücken. Nicht alle, logischerweise, aber das war dann nicht so gut. Also deswegen tendiere ich dazu, sie trotzdem jetzt noch mal ein zweites Mal legen zu lassen. Okay. Rohfleischesser 98 fragt, hallo zusammen, ab wann ist die Gabe von Optibreed direkt zur Aufzucht sinnvoll? Aktuell sitzen die Reisetauben noch auf den Eiern, in Klammern Schlupf am Wochenende. Gruß, sportlichen Gruß und vielen Dank für das Format. Daumen hoch. Erstmal vielen Dank für die netten Worte. Ab wann gibst du Optibreed in der Aufzucht, Stefan? Ja, eigentlich, also ich gebe das ja regelmäßig. Das kriegen die Zuchttauben ja auch regelmäßig, auch wenn die jetzt auf Eiern sitzen, ne, oder wenn die am Treiben sind in der Zucht, und die Reisetauben genauso. Und bei den Reisetauben ziehe ich halt keine Junge. Also kann ich da nur von den Zuchttauben sprechen. Und die bekommen es regelmäßig, und wenn dann Junge ausfallen, ist ja nicht, zumindest bei uns nicht so, dass jetzt bei 30 Zuchtpaaren alle 30 Zuchtpaare die Junge gleichzeitig ausfallen. Da sind ja doch schon mal Tage, weil die unterschiedlich sind, also permanent, ob sie jetzt geschlüpft sind oder schon 3 Tage alt sind, da bekommen die Zuchttauben regelmäßig Optibreed. Und wenn bei seinen Reisetauben, außer du siehst das jetzt anders, kann er, glaube ich, auch sofort Optibreed geben. Also ich sehe jetzt da keinen Punkt, warum man das nicht machen soll. Also wir machen das immer so, dass ab der Kropfmilchphase, die müssen natürlich auch super vorher versorgt sein, das kann man auch mal einen Tag, also quasi auf den Eiern, sage ich mal, 2-mal die Woche, und dann, wenn sie Kropfmilch haben, gebe ich das generell ein bisschen weniger, da kriegen sie alle 3 Tage, also quasi in der Phase, bis zum Bringen vielleicht nur einmal Optibreed, okay. Kommt ein bisschen so auf den Rhythmus an. Und dann, wenn ich sie beringt habe, dann kriegen sie wieder 5-mal die Woche Optibreed. Also dann kriegen sie sehr viel. Und dann gebe ich auch dazu noch Betiamin Fort in die Tränke. Und das ist, glaube ich, so ab dem, wo das Richtige, wo die Tauben Körnerfutter füttern, da, glaube ich, profitieren die Jungen davon am meisten. Okay, Christoph Walter fragt, hallo. Wie setzt ihr persönlich die Zugabe von Eiweißen während der Reise um? Verschiedene sehr erfolgreiche Züchter, teils auch im Racing-Team von euch, setzen ja bereits am Heimkehrtag, zum Beispiel am Wochenende, hin zusätzlich Eiweiße ein. Ist dies nicht widersprüchlich zu anfallenden Eiweißschlacken im Organismus? Beste Grüße. Ja, Stefan, wie setzt du das ein? Die erste Frage. Und ist das nicht widersprüchlich, was die, also, wenn die Racing-Züchter machen? Weiß ich jetzt gar nicht, ob das viele bei uns machen, schon wenn die Tauben nach Hause kommen. Also wir gehen es einen Tag nach dem Flug, ja, und dann eventuell auch noch den Folgetag auch noch. Ja, das kommt durchaus auch vor, dass unsere Tauben 3 bis 4 Mahlzeiten einen Tag nach dem Flug Eiweiß bekommen. Ja, ich habe es aber auch schon mal anders gemacht, vor vielen, vielen Monaten. Da haben die Tauben auch, wenn ich sie getrennt habe, am Flugtag Eiweiß von uns bekommen übers Futter. Und habe aber, wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt keinen großen Unterschied also erkannt, dass es deswegen schlechter war. Aber ich habe es geändert, weil wir mal darüber gesprochen haben, auch mit dem Alfred mal. Und ich lasse mich ja gerne beraten und belehren.
Und von daher habe ich es dann geändert. Und ach, der Alfred. Und gibt es deswegen einen Tag später. Und für genaue professionelle Umsetzung, warum ein Tag später besser ist, kommt wer in Frage? Der Frederik. Ja, ich gebe mein Bestes, um das vernünftig zu erklären. Wir setzen das natürlich auch am Tag nach dem Flug um, weil einfach gesprochen, die Taube nach dem Flug, direkt nach dem Flug werden die Energiereserven, also die Glykogenspeicher, wieder aufgefüllt. Dem tragen wir Rechnung mit zum Beispiel Mumm in der ersten Tränke. Dann haben die Tauben einen hohen Kohlenhydratbedarf am ersten Tag. Das heißt, man sollte eigentlich die energiereiche, kohlenhydratreiche und auch fettreiche Mischung den Tauben zur Verfügung geben, die sie auch beim Einsetzen bekommen haben. Auf die Proteine betrachtet, geben wir erst am Tag nach dem Flug, nach der Belastung quasi, die Proteine hochdosiert, quasi 1 Gramm pro Taube in einer hohen, einem hohen Anteil vom Idealprotein von K&K. Da ist eine Mischung aus verschiedenen Proteinen drin, also das Molkeprotein, Lachsprotein, Kartoffelprotein. Also diese Mischung macht es halt besonders wertvoll, hat also eine extrem hohe biologische Wertigkeit. Damit tragen wir den Rechnung. Und warum erst am Tag nach dem Flug? Weil genau deshalb, was Christoph auch hier geschrieben hat, da quasi am Tag nach dem Flug der Körper so eine Art Inspektion durchführt, der Organismus der Taube eine Inspektion durchführt. Und das ist sogar belegt durch Untersuchungen von Professor Hase von der Universität Kiel. Dort wurden Marker gefunden, die nur am Tag nach dem Flug gefunden worden sind, dass quasi ein Protein-Turnover oder Protein-Ab- und Aufbau stattfand. Ich glaube, das Enzym, was da gesucht wurde, hieß Kreatinphosphokinase. Und deshalb empfehlen wir das erst am Tag nach dem Flug zu verabreichen. Ich hoffe, dass Alfred mit der Ausführung auch zufrieden ist. Steht das im Widerspruch von einigen erfolgreichen Züchtern? Ganz, aus meiner Sicht ganz klares Ja. Das ist nicht der einzige Widerspruch bei erfolgreichen Züchtern. Das macht sie aber deshalb nicht weniger verbesserungsfähig, sage ich mal. Also es gibt Züchter, die machen halt Sachen, die sind... Viele sehr erfolgreiche Züchter machen ja viele Sachen richtig, könnten aber noch einige Sachen besser machen. Okay, Daniel Stief hat das nochmal geschrieben mit den Eiern der Taube, die sie umlegen wollte. Er ist quasi der Züchter oder der Halter dieser Taube, dieser sehr alten 2012er Weibchen, hat er anfangs gesagt. Er will das von anderen Paaren aufziehen lassen, damit sie keinen Stress hatte. Also das ergibt ja Logik, Sinn. Also das andere hätte ja keinen Sinn ergeben, die Eier da wegzunehmen von dem Weibchen, was er unbedingt haben wollte. Ne? Also die Idee finde ich sehr gut, aber ich finde das auch im Hormonzyklus der Taube betrachtet sehr sinnvoll, dass sie auch eins aufziehen dürfte. Sie dürfte vielleicht, könnte sie vielleicht auch ein anderes aufziehen, wäre auch gut für sie, aber eins sollte sie aufziehen. Nur überbrütend fände ich auch nicht so. Taubenfreund MK fragt, ihr sprecht häufig von Kuren vor der Reise mit Hexenion, keine Speed und so weiter. Kann man das auch machen, wenn die Jungen noch im Nest liegen? Stefan, erstmal, welche Kuren machst du vor der Reise mit den Produkten atemfrei, Medizin vor der Hexenbier, was auch immer? Und heute hast du sogar noch Blitzform angeführt. Und machst du das auch, wenn die Jungen noch im Nest liegen? Da unsere Reise kommen ja keine Jungen aufziehen. Machen wir das ja ohne. Also wie gesagt, dieses Jahr werde ich mal Hexenbier und Blitzform zusammengeben. Das werde ich definitiv machen. Und ich muss das nochmal nachschauen. Ich meine, der Klaus hätte da auch was von erzählt, dass er es über mehrere Tage gibt, Blitzform. Und dann gebe ich ja auch hier Avimizin Forte und atemfrei übers Futter. Ja, das mache ich ja mal gleichzeitig 7 bis 10 Tage. Jetzt im März, um die Tauben einfach noch einen Ticken nach vorne zu bekommen. Prozetol-Tropfen haben sie jetzt schon bekommen von mir. Da haben auch einige wieder lange Nasen gemacht, muss man ganz klar sagen. Also einige waren da echt unentspannt, aber das ist jedes Jahr das Gleiche. Und das ist das, was ich mache. Carni Speed mache ich jetzt in dem Sinne so, in Anführungsstrichen, ja keine Kur mit, ne, sondern da fange ich so in Richtung April mit an, das dann auch aktiv zu geben, wenn bei uns die Vorflüge doch schon in einem guten Stadium sind. Ja, bei uns fangen ja die Vorflüge
laut RV Düsseldorf und RV Krefeld. Man höre und staune. Einige werden jetzt erschrecken. Nächste Woche an. Ja, also sehr ambitioniert. Also da werde ich wohl noch nicht. Also nächste Woche heißt, also das nächste Wochenende ist, glaube ich, der 15. oder so. Das ist schon. Seid ihr noch am Reisen oder fangt ihr schon wieder an? Also das ist dann der 108. Preisflug, den wir haben. Wir, von 23 auf 24, wir machen das nahtlos, übergehend. Weil was soll man den ganzen Winter zu Hause rumsitzen? Also das ist ja langweilig. Ne? Nein, also das geht nächste Woche los, weil ich das in Erinnerung habe. Da will ich, an dem Flug will ich auf jeden Fall noch nicht teilnehmen. Ja, also das habe ich mir definitiv vorgenommen. Aber eine Woche später, ja, das Wochenende darauf dann, das wäre dann, glaube ich, der 23., 24. plane ich ja schon. Und das heißt ja auch, dass wir dann Anfang April schon 3, 4 Vorflüge, wenn es Wetter mitspielt, schon hatten. Und das, dann gebe ich auch Carni Speed, dann fange ich damit auch an. Also das wäre so meins. Aber es spricht in meinen Augen, dass es Hexenbier oder auch Avimizin vorher. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Da wirst du wahrscheinlich eine Antwort, eine vernünftige geben können. Aber eine Kuh mit Hexenbier, da spricht also nichts dagegen, wenn Junge im Nest liegen. Ob jetzt Avimizin Forte und atemfrei jetzt bei kleinen Jungen so gut sind, das wüsste ich jetzt nicht. Da würde ich dich ganz ehrlich auch fragen, ob man das machen soll. Oder lieber, wenn die Junge so 15 Tage alt sind. Ich glaube, dann macht es denen auch nichts aus. Das weiß ich aber nicht. Also zu den Kuren bei den Jungen ist es bei keinem der Produkte ein Problem. Allerdings würde ich aus Züchtersicht, hier spricht ja, also ich bin ja, habe ja den Produktmanager-Hut manchmal auf und manchmal habe ich ja den Züchterhut auf. Als Produktmanager kann ich sagen, okay, das spricht nichts dagegen, man kann das machen, das wird auch den Effekt haben. Aus Züchtersicht kann ich sagen, die Tauben haben ja einen extrem viel höheren Wasserverbrauch, wenn sie Junge im Nest haben. Und die Trainingsfreude der Junge wird dadurch nicht steigern, wenn sie 15 Tage sind. Wenn sie jetzt Hexenbier und keine Speed gekriegt haben, die werden vielleicht ein bisschen mit den Flügeln wackeln, aber viel fliegen werden sie nicht. Spaß beiseite, die Tauben werden extrem viel, man verschwendet viel keine Speed damit und das ist natürlich auch ein Punkt, den man auch bedenken sollte. Deshalb würde ich das vielleicht 10 Tage nach hinten schieben, eher die Kur. Als Züchter. Als Produktmanager sage ich, ist kein Problem, könnt ihr machen, die Tauben werden davon, die Alten werden trotzdem eine gute Flugfreude bekommen. Und bei Hexenbier geht es ja nicht nur um die Flugfreude, da geht es ja auch zum Beispiel, die kriegen rosa Brustfleisch, die kriegen latte Nasen, also weiße Nasenwarzen, weiße Augenränder und so, da passiert ja viel im Organismus der Tauben, ne? Aber am deutlichsten ist es bei vielen in der Flugfreude zu sehen. Wenn die Tauben aber nicht fliegen, sieht man es den Tauben auch an, dass da was Gutes passiert. Hans-Joachim Weiß fragt, die meisten Probleme bei hohen Verlusten sind die Züchter. Man sollte heute viermal den Flugplan der Wetterlage anpassen, aber viele Züchter meinen weiter und weiter, dann wird es auch besser mit der Preisausbeute. Das kommt auf die Region und auf die Leute halt immer an. Das kann man, glaube ich, nicht generalisieren. Ich denke, dass in vielen Regionen ja auch dem Wetter auch Rechnung getragen wird, auch oft ja auch durch die Vorgaben der Flugsicherungskommission. Und was man ja auch, vielleicht vertrete ich da, ich meine, wir hätten da schon mal intensiv drüber diskutiert, auch mal mit Alfred, die Frage, die sich da auch stellt, ist es denn wirklich so, dass wenn die Flüge viel weiter sind, dass die Preisausbeute dann gerechter verteilt wird? Ist das denn wirklich so? Das weiß ich jetzt gar nicht, ob dem wirklich so Rechnung getragen wird, wenn du einen 500-Kilometer-Flug hast, ist der dann gerechter als jetzt ein 250-Kilometer-Flug in einer RV? Weiß ich jetzt gar nicht. Also das Wetter muss stimmen, ja. Die Züchter müssen auch ihre Tauben in eine bestmögliche Verfassung bringen. Man muss auch mal vielleicht eine Taube zu Hause lassen, die nicht so fit ist, gerade in dem Moment, wenn eingesetzt wird. Also da spielen viele Punkte eine Rolle. Ich bin immer voll bei dir, Frederik. Es wird schon auch die Wetterlage natürlich darauf geachtet, wie der Flug dann letztendlich wird. Es gibt nach wie vor wahrscheinlich auch immer noch ein paar Unverbesserliche, die meinen, es wird schon funktionieren. Ja, das darf es nicht geben. Meiner Meinung nach darf ein Flug auch nicht ein 50-50-Flug werden, nach dem Motto, es wird schon gut gehen. Den Satz kann ich überhaupt nicht leiden, ja, beim Preisflug. Also da sollte schon ein hohes Maß an Vorsicht walten lassen, der Flugleiter. Die meisten machen es ja auch und von daher
Du bist ja selber auch Flugleiter und ich habe dich ja ein bisschen, ja, mal im letzten Jahr auch ein bisschen verfolgt. Wir haben ja oft miteinander gesprochen in der Richtung. Da weiß ich auch, wie viel Arbeit da drin steckt. Und von daher glaube ich, das wird schon gemacht. Ne? Also, und weiter, weiter. Also bei uns in der FOW ist das definitiv nicht so, dass die Züchter wollen, dass die Flüge immer weiter werden. Also der Züchter meint es auch nicht. Der geht davon aus, dass die Züchter, also die, das immer weiter vorantreiben wollen, dass die denn davon ausgehen, dass das denn gerechter wird, je weiter man schickt. Also das kontroverse Thema, da kann man, glaube ich, einen eigenen Podcast jede Woche zu machen. Ich glaube, man muss sich das mal genauer angucken. Was passiert dann, wenn die Flüge weiter werden? Normalerweise geht man davon aus, dass die Konkurszeiten denn sich auch ein bisschen verlängern und dann auch alle Leute mal irgendwie mehr abkriegen. So, das ist ja korrekt. Auch richtig ist das, was du gesagt hast, die Diskussion, die wir damals auch führten mit Alfred, war, wenn ich jetzt auf 600 Kilometer Südwind habe, 600 Kilometer lang, dann hat das einen viel größeren, also wirkt der Wind ja viel länger ein auf die Taube. Und wo sie jetzt genau lang fliegen, das weiß man ja nicht. Ja? Vielleicht gibt es auch den Tauben mehr Zeit, die Fehler zu korrigieren, das weiß man auch nicht. Die These ist ja, je weiter die Flüge sind, desto gerechter werden sie. Also das konnte ich schon mal beobachten, kann ich aber auch nicht immer beobachten. Also da müsste man einfach mehr Statistik zu machen und vielleicht habt ihr es auch schon Leute gemacht, vielleicht schreiben das die Leute rein oder stellen uns das mal vor, schicken uns das. Bin ich gern bereit, darüber mehr zu lesen, mehr zu erfahren. Ja, man hat ja so oft, sagt man immer, ja, so von meinem Bauchgefühl her sage ich, ne, das ist so und so, aber das ist ja meiner Meinung nach eine ganz klare Sache, kurz oder lange Flüge, was ist besser für alle Züchter? Da müsste man einfach, und da bin ich voll bei dir, einfach eine Statistik haben, ja, und die sagt dir auch ganz klar, ob du mit deinem Bauch, ob wir mit unserem Bauchgefühl richtig liegen oder falsch liegen, ne, und das wissen wir ja Stand heute nicht, ne. Verluste haben ja immer vielschichtige Gründe, gibt es dafür, ja, das liegt nicht nur am Wetter, nicht nur an der Lage, nicht nur an der Entfernung und ja. Ich denke, man muss auch da wieder trennen, selbst wenn wir von außen, wenn es eine Untersuchung geben sollte und die da kommt raus, ganz klar, ab 500 Kilometer sind die Preise gerechter verteilt, alle kriegen Preise ab. Okay, was sagt das aus? Ja, das sagt, man muss trotzdem den Willen der Züchter dann erfragen, du fliegst zwar Preise, bist aber trotzdem, bist du zufrieden oder unzufrieden? So, und nur damit, also man muss es denen einfach transparent machen. Die Erfahrung sagt, die Flüge werden gerechter und dann muss man das Angebot machen und dann muss das Angebot darüber entscheiden, meiner Ansicht nach, ob es angenommen wird oder nicht. Das müssen die Züchter entscheiden. Das kann ja, man kann ja nicht sagen, ja hier, du setzt jetzt hier aber bitte, weil die weiten Flüge sind ja die gerechteren, das wollen wir doch. Ja, mit Gewalt kriegt man keinen Bullen tragend, habe ich mal. Was kriegt man nicht? Mit Gewalt kriegt man keinen Bullen tragend. Aha, okay. Also, man muss Angebote schaffen und den Bedarf erfüllen. Ich finde zum Beispiel auch, was man machen müsste, wenn wir jetzt über weitere Flüge sprechen, die sind ja in der Regel erst ab Mitte der Saison, 7., 8. Flug so, ja, wenn wir über 500 Kilometer wahrscheinlich sprechen, vielleicht die zum Südwesten spielen 2 Wochen eher, weiß ich jetzt nicht genau, aber bei uns ist ja so, wenn wir am 8. Flug haben, wir glaube ich unseren ersten 500er, ja, das ist immer ganz interessant, wie viele Züchter haben bis dahin schon aufgehört? Das ist ja auch schon in meinen Augen ein relativ hoher Prozentsatz. Ja? Und mit denen müsste man sich auch mal, finde ich, persönlich auseinandersetzen. Warum hören die denn auf? Ne? Hören die auf, weil die keinen Erfolg haben, weil sie kranke Tauben haben? Was auch immer der Grund dafür ist, dass ein Züchter nach 7, 8 Wochen aufhört. Ne? Das muss man vielleicht auch mal hinterfragen, um vielleicht da, genau was du gesagt hast, zu erkennen, was wollen eigentlich diese Züchter auch, um das ein bisschen mit einfließen zu lassen. Ne? Also das ist ja auch so ein Thema, was nicht unwichtig ist, finde ich. Okay, jetzt kommt noch eine ergänzende Frage von oder Einordnung. Taubenfreund MK sagt, hallo, die Frage von Rohfleischesser zur Optibreed-Gabe bezog sich auf seine Reisetauben. Erhalten die Reisetauben über das Optibreed, Entrobac und so weiter nicht zu viel Vitamine vor der Reise?
Also das habe ich dann nicht so wahrgenommen. Tut mir leid, wenn ich das missverständlich ausgedrückt hatte. Es gibt die Gefahr der sogenannten Hypervitaminosen, also der Überdosierung mit fettlöslichen Vitaminen, also Vitamine A, D, E und K. Die können überdosiert werden. Und wenn man jetzt zum Beispiel Optibuit übers Futter gibt mit Entrobac und RO200 und im Wasser noch GBW hat, dann kommt es auch zu einer Überdosierung. Wenn man zwei Produkte davon, die Vitamine enthalten, kombiniert, passiert das noch nicht. Bei dritten und vierten besteht die Gefahr. Und da würde ich auch vorwarnen, ja, bei diesen beiden Kombinationen Optibuit und Entrobac ist es kein Problem. Wenn es dann mehr wird, wird es auch nicht, also ist es dann des Guten zu viel. Okay, Christoph Walter fragt nochmal Frage 2. Ich hatte vor geraumer Zeit einmal das Produkt MagnePro erfragt. Gibt es mittlerweile Züchter im Racing-Team, die es in der Reise verwenden? In Osteuropa wird es meines Wissens nach sehr gelobt und öfters eingesetzt. Wie steht ihr persönlich zur Gabe von Magnesium in der Reise? Hat dies eventuell Einfluss, um Verletzungen wie zum Beispiel Schieflieger zu verringern? Gibst du das in der Reise, Stefan, das MagnePro? Also ich habe es letztes Jahr mal eingesetzt, weil ich mich erinnern kann, dass Hilaire das einsetzt. Ja. Im Video und er hat davon definitiv geschwärmt, dass es für ihn ein ganz wichtiges Produkt ist. Und die Frage ist, was man alles machen möchte, wo habe ich noch Platz für dieses Produkt, ne? Wo kann ich es bei mir im Reiseplan einbauen? Ob ich es dieses Jahr einbauen werde, weiß ich noch nicht, bin ich ganz ehrlich. Das muss ich mal schauen. Und wenn ich dann lese, Verletzungen wie zum Beispiel Skiflieger zu verringern, okay, dann mit dem Thema tue ich mich ja total schwer. Ne? Skiflieger ist eben so, wenn die jetzt MagnePro bekommen, Magnesium bekommen, ja, ich persönlich glaube das nicht, dass es dann besser wird, ja, weil die Tauben sind schon perfekt versorgt mit vielen Produkten, die sehr gut sind. Also das weiß ich nicht. Ne? Aber ich überlege es, dies ja einzusetzen, aber bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Also es gibt auch mehrere Züchter, mir fallen jetzt nicht alle ein, aber ich weiß auch, dass die Lehrer das machen und ich meine auch zwei, drei Deutsche, will ich jetzt aber nicht sagen, nachher kommt raus, dass das nicht mehr der Fall ist, das muss ich erst absichern, aber es gibt einige, die das verwenden. Ich weiß, dass wir, als es damals entwickelt worden ist, das war 2015, Alfred wird sich wahrscheinlich daran erinnern, da haben wir das getestet bei ihm auf dem Reiseschlag und das hat da auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Ob das jetzt nur am MagnePro lag, glaube ich nicht, aber die Anfragen davon kamen aus Polen, dass die Leute ein zusätzliches Magnesiumpräparat haben wollten. Wir haben das entwickelt, dann mit mehreren Magnesiumquellen. Und insofern, wenn man zum Beispiel Magnesiummangel hat oder vermutet, dann kann man das gut einsetzen. Auch zusätzlich noch zum RO200, über das RO200 quasi am Mittwoch, Donnerstag, da haben wir das damals eingesetzt. Und es kommt immer wieder vor, dass Leute fragen, hier, ich will noch mehr Magnesium einsetzen, was könnte ich dann machen? So, das müssen die Leute für sich entscheiden. Magnesium ist aber halt auch im RO200 mit drin. Das ist halt auch in verschiedenen anderen Produkten mit drin. Es ist auch in unseren Mineralien mit drin, wird auch Magnesium zugesetzt. Also, und in Osteuropa, dass es da gelobt wird, das ist auch korrekt. Ja, aber wir persönlich setzen es nicht ein und den Einflug von Skifliegern, den würde ich nicht überbewerten. Also das hatten wir letzte Woche auch schon mal beim Carnitin. Skiflieger-Problematik, das ist das, was René Becker mir mal gesagt hatte dazu, dass die Skiflieger, die man dann untersucht hatte, das waren halt irgendwelche Mikrorisse in den Sehnen, in diese, genau, Sehne kann ich jetzt leider nicht benennen, aber die im Flügelgelenk ist oder am Flügel langläuft, und das ist auch mit zusätzlich Magnesium, glaube ich, wahrscheinlich nicht zu verbessern. Der beste Einfluss auf die Skifliegerproblematik ist der Freiflug im Winter. Das halte ich für sinnvoll. Daniel Stief fragt nochmal, was haltet ihr davon, dass Tauben, die man von weiter weg holt, in Klammern Holland und Belgien, erst in der Enke-Generation wieder gut fliegen? Habe ich schon öfters gehört von Züchtern. Was hältst du davon, Stefan? Ja, die Frage ist ja immer, ne, wenn ich mir jetzt Tauben
dazu hole, ist ja eigentlich dann egal, wo, ob es jetzt aus Holland oder Belgien sind oder aus Deutschland. Kann ich so lange warten? Wie ist meine Zuchtstrategie generell? Wie viele Zuchttauben habe ich? Wie lange habe ich Geduld mit den eigenen Paaren? Also ich persönlich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel hingehst und holst die neue Zuchttauben dazu und züchtest daraus, sagen wir mal, 2-3 Jahre mit wechselnden Partnern und du hast 3 Jahre daraus nichts gezüchtet, gehst du dann hin und fängst an, die nächste Generation dann auch noch in die Zucht zu setzen. Da kannst du mal ganz schnell aufs falsche Pferd setzen, meiner Meinung nach. Ne? Dass du dann sagst, okay, aus Eltern, die noch nichts gebracht haben, nehme ich jetzt die Kinder in die Zucht, damit die dann was Gutes bringen. Das ist also für mich ein schmaler Grat. Gibt es mit Sicherheit. Es gibt auch Tauben, die auf der Reise nichts gebracht haben, auch schon gute Nachzuchten gebracht haben. Ja? Auch die gibt es wahrscheinlich, weil der Uropa irgendwann mal ein guter war. Aber die Frage ist ja, wie viel Platz haben wir, wie viel Zeit haben wir, wie intensiv können wir uns dann damit beschäftigen? Und ich glaube, dass man dann sehr schnell einen falschen Weg einschlägt, wenn man das Ziel so verfolgt. Also es sollten schon, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn ich eine Taube dazu hole oder mehrere neue Tauben dazu hole, sollten auch aus diesen Tauben schon gute fallen. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, viel größer, als wenn ich hingehe, hole mir Tauben, die nichts bringen und setze dann die Kinder davon in die Zucht. Also wäre der falsche Weg für mich persönlich. Also in einer perfekten Welt ist es sicherlich gut. Wir haben das auch schon mal gemacht, aus sehr außergewöhnlichen Tieren auch sehr teure Kinder gekauft und die dann gleich im ersten Jahr schon an die besten Zuchttauben von uns gepaart, sodass wir quasi im ersten richtigen Zuchtjahr dann Kinder und Enkelkinder gleichzeitig testen konnten. So. Und die Aussagekraft von, ob das jetzt, wenn das jetzt ein Spitzenvererber gewesen wäre, dann wären wahrscheinlich sowohl die Kinder gut gewesen, als auch die Enkelkinder besser als der Durchschnitt. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man sich auch schnell davon wieder trennen. Ich glaube aber allgemein, dass zum Beispiel so Züchter wie zum Beispiel Daniel Becker das beste Zuchtsystem haben, dass man im Schnitt, wenn du jetzt deine Zuchttauben anpasst und züchtest von einem Zuchtvogel, von einem neuen, wie jetzt von den beiden Raketen, die du von mir bekommen hast, züchtest da vielleicht 4 Junge, dann und die kommen nicht im Herbst gut, dann sage ich auf jeden Fall, hast du das falsche Weibchen angepaart. So. Dann, das heißt, du musst noch mal ein Jahr weiter züchten und dann hast du erst 8. So. Dann hast du noch Pech und dann weißt du auch nur über die Jungtierreise Bescheid, weißt noch nicht, wie die auf die alte Flüge kommen. Ich glaube, der Trend wäre sensationell, wenn die deutschen Züchter sich davon verabschieden könnten, den Zuchtbestand, sag mal, zu halbieren und dann einfach mehr Junge pro Zuchttaube zu züchten und mehr auszuprobieren oder vielleicht anderen Züchtern noch zur Verfügung zu stellen. Ich denke, das würde die Qualität der Tauben wieder weiter nach vorne bringen. Also ich bin ja zum Beispiel, da bin ich eigentlich bei dir, aber eigentlich bin ich ja leider nicht so, ne, sondern ich sehe ja in jeder Taube, die ich bei mir im Zuchtstall sitze, dann irgendwo das Gute erstmal. Ne? Das würde ja nicht da sitzen. Ne? Und dass jede Taube, die ich da reinsetze oder die der Günther gekauft hat oder den wir uns besorgt haben oder wie auch immer, oder den ich geschenkt bekommen habe, wie jetzt deine 2 zum Beispiel, ja, da denke ich immer an das Gute. Da denke ich ja, dass jede Jungtaube, die ich davon absetze, die beste werden kann. Weil ich kann ja nicht beurteilen, wer schlecht oder gut ist. Ne? Selbst nach der Jungtaube ist mir das ja völlig egal eigentlich, ne? Ob die jetzt einen Preis geflogen hat, 4 oder 5 Preise geflogen hat, wenn die gesund war, gut nach Hause gekommen ist, ist es in meinen Augen beim normalen Jungtaubenspiel völlig egal, ob die einen Preis hat oder 4 Preise hat. Die kann jährlich gut werden oder halt auch weniger gut werden. Ne? Also das setze ich jetzt einfach mal voraus. Aber du hast halt nur, wie gesagt, die Möglichkeit, dass du nicht so viele Jungtauben hast in der Regel. Ne? Aber nach 2 Jahren, sagen wir mal, selbst wenn du aus einem Paar nur 4 Junge züchtest und hast nach 2 Jahren 8 Tauben davon gezüchtet, 8 Junge und nichts davon übrig geblieben ist bei ganz normalen Jungtierjahren, dann hast du in der Regel aber schon, ja, es werden viele sagen, da hast du keine Aussagekraft, aber ein bisschen was schon, weil irgendwo bleibt ja auch von den anderen Zuchtpaaren was übrig, ja. Ja. Aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, neues Zuchtpaar, 6 Junge gezogen, 5 sind übrig geblieben, Alto gespielt, alles schlecht. Habe ich auch schon gehabt. Ja. Ja, also das sagt erstmal, im ersten Moment freut man sich, boah, da hast du vielleicht ein super Zuchtpaar, ne, wenn viele Junge von einem Paar übrig bleiben. Aber am Ende vom Tag ist das auch oft nicht aussagekräftig. Aber, also wie gesagt, dieses System, das
da kann man sich auch verzetteln in meinen Augen, aber ich bin auch bei dir, wenn ihr jetzt extrem eine wertvolle Taube kauft, ob die gut ist, ist eine andere Frage. Wertvoll bezieht sich ja erstmal aufs Portemonnaie, was habe ich für die Taube ausgegeben am Ende vom Tag, ja. Und wenn es dann nur ein oder zwei sind, dann kann man ja auch mal hingehen, direkt zwei Kinder züchten und die auch in die Zucht setzen, ja, um dann vielleicht ein bisschen mehr aus den Tauben zu erfahren. Das ist durchaus möglich, ne? Aber bei der Masse würde ich erstmal... Also es gibt sicherlich auch Sachen, die auch die Kindergeneration überspringen und dann in der Enkelgeneration erst wieder richtig gut werden. Aber ich sag mal so, die Spitzenzüchter, einer der Spitzenspieler ist ja auch hier vor der Haustür quasi, Wolfgang Röper, der kaufte sich damals, ich glaube 2000, als wir das erste Mal da waren, war das 97, hat er sich, glaube ich, bei Herbots viele Tauben bekommen und hatte da sensationelle Tauben raus, die auch danach ja auch seine Stammtaube heute gebracht haben. Dann später die von Leo Herremanns, von Freddy und Jacques van den Heede und dann auch von wieder Leo Herremanns. Also es waren immer Tauben dabei, jetzt ganz am neuesten quasi die Leidemanner. Es waren immer Tauben dabei, auch aus Belgien und Holland, die er direkt da geholt hat und die direkt bei uns super geflogen sind. Und die Kinder daraus sind auch wieder super geflogen, auch bei anderen Züchtern. Also vielleicht ist es auch nur, ja, du musst Geduld haben. Das ist, glaube ich, das Richtige. Ich glaube, man muss Geduld haben mit Tauben. Aber wenn du von jeder Taube, die du holst, immer erst auf die Enkelgeneration wartest, dann musst du auf jeden Fall wenig Zuchttauben haben. Ja, okay. Dann kommt eine Frage von Doppel 17. Stefan, wie viel 500 und 600 Kilometer sind in euren Erfahrungen geplant? Ja, also ich glaube ganz einfach, dass wir in unserem Regionalverband so ein bisschen uns unserer Züchterschaft angepasst haben und vielleicht auch ein bisschen aus den negativen Erfahrungen heraus, was unsere 600 Kilometer Flüge angeht. Wir haben genau in unserem Reiseplan zwei 500 Kilometer Flüge und kein 600 Kilometer Flug mehr. Und wir haben ja mittlerweile auch einen Regionalverband, der relativ tief auch ist und relativ groß auch, ne? Ich glaube, wir reden da wirklich eine Tiefe von 100 Kilometern. Ungefähr, ich will mich jetzt da nicht auf ein paar Kilometer festlegen, aber es ist schon relativ groß, weil wir auch groß geworden sind. Ich tendenziell finde das nicht schlecht, weil wir einfach relativ wenig gute 600 Kilometer Flüge haben, muss man vorsichtig auszudrücken. Was ich ein bisschen schade finde, ist, nicht, dass ich das unbedingt jetzt brauche, aber soweit ich weiß, vielleicht ist es ja dieses Jahr geändert worden, ich habe mich noch gar nicht schlau gemacht, aber ich glaube, wir können eine Goldmedaille nur auf 600 Kilometer ausfliegen. Ja, ich meine, das ist so, weil die fällt dann bei uns weg. Finde ich immer ein bisschen schade, ja, weil ich benenne halt ganz gerne vor und das ist halt so wieder so ein Punkt, wo du dann ein bisschen Reiz hast. Wie weit das jetzt wichtig ist, diese Medaille zu haben, das ist ganz was anderes, das ist ein anderes Thema. Aber halt zu wissen, okay, benenne ich da die richtigen vor. Das war immer ganz interessant. Und, aber wir haben zwei 500er und ja, das ist so, wird von den Züchtern auch, glaube ich, persönlich mehr angenommen, weil wenn ich an unsere 600er denke, wie viel dann am Ende der Saison überhaupt noch geschickt haben, da wären wir wieder bei dem Thema, das war ja doch mehr als überschaubar. Wenn bei euch, wenn du jetzt wenn du sagst, du hast einen 500er, wie viele Kilometer sind das für dich? Auch 500 oder kurz drunter? Ja, für mich sind das etwas über 500 Kilometer. Und wie viel sind es dann für den ersten im Regionalverband? Ich müsste nachgucken. Ich glaube, die ersten vorne sind Solingen. Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also ich habe jetzt ein halbes Jahr nicht mehr in die Listen geguckt, aber ich glaube 40 Kilometer weniger. Also dann sind die bei 460 und die hinter dir haben 40 Kilometer mehr oder 50 Kilometer mehr? Ja, ich glaube 550 könnte, 540, 550 in der Richtung könnte das schon durchaus liegen. Müsste ich aber nochmal genau nach. Aber es ist schon ein großer Unterschied da. Ne? Also das ist schon, dann geht es ans Sportliche. Ne? Gerade die Jungs, die ein bisschen weiter hinten liegen, wenn wir wirklich mal Kopfwind haben, das bleibt ja dann nicht aus. Ne? Dass sie da ein bisschen in das der Regel mit der Masse... Ein Kopfwindflug ist vielleicht nicht das Größte, aber wenn es halt die Flüge davor auch immer Kopfwind sind, das haben wir auch hier im Norden auch damals, der Regionalverband 100, der hatte auch eine große, große Differenz zwischen ersten und letzten Schlag.
Und da sind auch, ich glaube, 60, 70, 80 Kilometer keine Seltenheit gewesen. Dann fliegen die Tauben ja 700 Kilometer weiter bei 10 Flügen. Na, so. Und das ist schon eine Hausnummer. Das haben wir ja vorhin schon mal besprochen. Das wird schon an den Reserven nagen. Ne? Ja, ja, da bin ich auch bei dir. Ne? Also von daher ist es okay, so wie es ist. Ne? Wir sind da flexibel. Wenn der 500er halt dann nicht stattfinden kann, machen wir dann eine Woche später. Also so, dass wir halt auch unsere Bedingungen für die deutsche Meisterschaft schaffen. Und ja, das ist absolut in Ordnung. Okay. Also unser Flugplan steht meines Wissens noch nicht fest. Aber wir haben dieses Jahr keinen 500er geplant, keinen 600er. Auch nur 8 Flüge und danach wollen wir uns quasi der umliegenden Fluggruppe anschließen und mit denen weitermachen. Wie viele 500er dann noch zustande kommen, steht dann auf einem anderen Blatt Papier. Tauben-Winnie Oberschwaben hat hier nochmal eine Knallerfrage oder eine Äußerung zum letzten, oder vielleicht zum Schluss gegeben, wer weiß, ob noch was reinkommt. Wenn man sich ältere Zuchttiere anschafft, sollte man im ersten Jahr nicht allzu viel verlangen aus deren Nachzucht. Peter Trost zum Beispiel hat immer gesagt, dass die ersten Gelege von alten Täubinnen, in Klammern Neuanschaffung, die kann man getrost in die Pfanne hauen. Da sind die bestimmt noch nicht richtig heimisch, sind im neuen Umfeld und daher auch die Nachzucht nicht absolut top werden kann. Ob es so stimmt, weiß man nicht. Fragezeichen. Ist bestimmt was dran, aber es gibt bestimmt auch andere Beispiele, was richtig und was falsch ist. Wie siehst du das, Stefan, wenn du jetzt dir neue Zuchtweibchen geholt hast? Hast du vielleicht oder hast du nicht? Hast du ein altes, nicht heimisches Zuchtweibchen eingeführt? Nee, dies Jahr nicht. Aber wir haben es ja schon mal gemacht. Und das ist auch so, da ich nicht so der Statistik-Fan bin, kann ich es dir nicht sagen. Ich glaube, ich habe gute wie schlechte schon gehabt. Aber wenn du dir ältere Tauben holst, ja, da musst du ja einfach hingehen und vom ersten Jahr daraus züchten und die Junge auch spielen. Weil wenn du Pech hast, 2 Jahre später legt die schon nicht mal, je nachdem, oder befruchtet nicht mal, je nachdem, wie alt die Tauben sind, die du dazu geholt hast. Aus welchem Grund auch immer letztendlich. Ja. Und von daher, ich glaube, ist vielleicht was dran, ne? Wohlfühlfaktor. Du hast ja manchmal alte Vögel oder alte Weibchen, die sich gar nicht paaren wollen, neue Schlaganlage. Kann ich mir vorstellen, dass ein bisschen da ein Funken Wahrheit dran ist, aber im ersten Jahr würde ich ja eine Taube nicht mehr kaufen, da würde ich ja direkt oder nicht geschenkt bekommen oder wie auch immer, von der ich was erwarte, egal wie alt sie ist, würde ich ja vom ersten Tag an draus züchten wollen und diese Jungen würde ich auch auf der Reise spielen, um zu testen, ob sie gut sind oder nicht gut sind. Ja, und ich würde ja nicht ein Jahr warten. Ich würde mich ja schwarzen, theoretisch, ich warte ein Jahr, bis sie heimisch geworden ist und ein Jahr später habe ich dann ein paar gute, da würde ich mich ja schwarz ärgern, dass ich ein Jahr vorher nicht schon aus der gezüchtet habe. Die Frage ist ja, wann wird deine Taube heimisch? Ich glaube, dass es welche gibt, die werden nie heimisch. Also ich habe das ja hier an dem Ort, quasi hole ich mir manchmal ältere Weibchen, also die bei uns sehr gut geflogen haben und möchte die hier an Vögel paaren. Da gibt es welche, die paaren sich in den ersten 2 Minuten und da gibt es welche, die paaren sich nicht. Ich habe ja gehört, du hast ja ein paar total hässliche Vögel da. Die wollen sich mit denen nicht paaren. Die heißen, sagen wir alle Stefan, vielleicht liegt das da dran. Und aber es gibt auch, zum Beispiel letztes Jahr oder im vorletzten Jahr, habe ich einen Vogel geschenkt bekommen, einen 5-jährigen Vogel, der sich anfänglich sehr, sehr schwer getan hat. Der saß 2 Tage nur auf dem Dreieck, der kam gar nicht zum Fressen runter und so schlecht haben die es bei mir nicht. Aber der war sehr, sehr fremd und als ich ihm dann Erdnüsse aus der Hand angeboten hatte, da waren wir dann, da waren wir Kumpels und dann ist er auch zum Fressen runtergekommen. Und der hat quasi seinem ersten Zuchtjahr, also letztes Jahr, extrem gute vererbt und davon flog eine Tochter sogar auf dem Jungtier letzten Flug, 250 Kilometer, war sogar Schlagerste und flog einen ersten Konkurs. Also das geht auch. Also ich hätte nicht erwartet, dass der so gute bringt. Also als Jungtier jetzt, ja, muss man mit Vorsicht genießen. Aber da sind auch die Überleben, also die Durchkommensquoten durch die Jungtierreise waren von dem Vogel überdurchschnittlich und die Ergebnisse waren auch überdurchschnittlich. Also gibt es in beiden Ordnungen. Genau, deswegen glaube ich einfach vom Anfang an draus züchten und die Tauben spielen, die Junge, umso eher weißt du eine Antwort letztendlich auch. Ne? So. Okay, dann haben wir viele Fragen heute gehabt. Vielen Dank dafür, auch die unter der Woche reingekommen sind und vielleicht jetzt das nachträglich angucken. Vielen Dank an die Zuschauer, vielen Dank an dich, Stefan.
viel Erfolg weiterhin beim Konditionieren der Tauben. Ich hoffe, dass die alle gesund und fit bleiben. Und auch an alle Sportsfreunde, die zugeguckt haben. Viel Spaß mit euren Tauben, gut Flug und bleibt gesund. Ja, also auch von meiner Seite natürlich viel Erfolg für 2024. Das war heute echt eine sehr schöne Runde, fand ich, Frederik. Es waren super Fragen heute da und das hat mir heute extrem viel Spaß gemacht. Macht mir immer Spaß, aber es sind halt manchmal, es kommt so ein bisschen auf die Fragen. Also weiterhin jederzeit Fragen schreiben und Frederik und ich werden immer unser Bestes geben. Vielleicht ganz kurz noch, wir wollen auch in naher Zukunft wieder mal einen Züchter aus dem Racing-Team einladen, dass wir da mal wieder eine Sendung zu dritt machen und da schauen wir mal, wer sich bereit erklärt, hier Rede und Antwort zu stehen. Euch allen alles Gute und eine schöne Zeit. Tschüss zusammen. Tschüss.